Willkommen zur Johnny Infoshow. Yay, endlich mal wieder eine Infoshow. Ja, im Hintergrund seht ihr wahrscheinlich Hearthstone, wie ich gerade versuche, in der neuen Letter Season, auf den grünen Zweig zu kommen. Man ist ja gerade wieder zurückgestuft worden und ich zeige euch einfach mal ein paar aktuelle Decks. Und musikalisch hört ihr im Hintergrund irgendeinen Soundtrack, den ich gerade gerne höre. Ich weiß jetzt noch nicht genau welchen, aber ich werde es einblenden. Mensch, ja, Leute, 2017, frohes Neues. Ich hoffe, ihr habt gut gefeiert, ihr seid gut reingekommen ins neue Jahr. Ich bin ja mal gespannt, was dieses Jahr für uns bereithält. Nach meinem Finden hoffentlich besseres wie das Jahr zuvor. Doch fangen wir erstmal mit dem Überblick unseres Programms an in der heutigen Infoshow. Denn die ist diesmal ganz gut gefüllt. Die letzte Infoshow ist auch schon ein Weilchen her, ne? Und jetzt endlich hier neue Info, neue Show, neue Ankündigungen, neue Top 7. Ja, neue Top Fails. Also ich fange mal von vorne an. Also zuerst werden wir ein bisschen reden. Wer das nicht mag, der kann unten in der Videobeschreibung gucken, wann das nächste Thema kommt. Da kann er sich ja spulen, wie er möchte. Jetzt reden wir mal so ein bisschen allgemein über das YouTube-Jahr, über mein Jahr 2016, für die, wo es interessiert. Danach geht's etwas lustiger weiter, nämlich mit den grausigsten Fails 2016. Die habe ich allerdings selbst zusammengestellt und ich kann nie so 100% einschätzen, ja, ist das jetzt wirklich ein guter Fail gewesen, den man nochmal zeigen könnte oder nicht? Was sind schon gute Fails, ne? Da appelliere ich immer so auf eure Meinung, so am Motto, ach Gott, das muss man nochmal zeigen, also so für ein Best-of oder so, im Kommentarbereich. Aber ich habe das jetzt größtenteils mal zusammengestellt. Und ja, das kommt dann im Anschluss. Danach zeige ich euch ein bisschen mehr so die Kanal-News. Dann gehen wir so richtig in Angriff mit dem neuen Upload-Plan, einer Coming-Soon-Liste, was noch so geplant ist, etc. Und dann gibt es eine neue Top 7. Die ist den Stream-Zuschauern zum Teil schon bekannt, nämlich es handelt sich diesmal um die Top 7 meiner Lieblings-Disney-Filme. Ja, ist ja immer wieder ein anderes Thema. Allerdings habe ich es im Gegensatz zu der Stream-Version ein bisschen anders aufgenommen für YouTube. Dann haben wir Let's Read Comments. Ja, eure Kommentare müssen mal wieder dran glauben. Und im fast im gleichen Zusammenhang gibt es dann noch so eine kleine Dankesrede. Das klingt irgendwie so blöd, aber ja, da möchte ich einfach so ein bisschen meinen Dank an gewisse Leute ausschütten. Das ist unser Programm für die heutige Infoshow und ich habe Schluck auf. Toll. Nee, okay, fangen wir mit dem ersten Punkt an. Das ist eben das Jahr 2016. Mein Kanal oder beziehungsweise auch ein bisschen um mich geht's da. Und da wollte ich jetzt das einfach nur mal zusammenfassend. Es war, wenn wir es jetzt mal, wenn wir es jetzt mal neutral betrachten, wenn wir es objektiv betrachten, dann war das Jahr 2016 ja eigentlich ähnlich wie das Jahr 2015. Ein eher mageres YouTube-Jahr für meinen Kanal. Allgemein eigentlich auch, wenn ich mir so die Trends anschaue bei YouTube Deutschland, aber gut, das ist ein anderes Thema. Also es gab ja, das ist ja kein Geheimnis, es gab ja ziemlich unregelmäßige Uploads, es gab immer wieder Pausen und manche Projekte, da hat man schon gedacht, es wurde eingestampft und so weiter und so fort. Das war 2015 nicht anders. Ich habe mal so eine kleine Statistik zusammengefriemelt. Da sieht man zum Beispiel die Video-Uploads. Die 2015 gab es insgesamt um die 530 Videos. 2016 wurden es nochmal ein bisschen weniger. Da waren es nur 518. Was heißt nur, ne? Das ist immer noch mindestens jeden Tag ein Video. Aber wenn man halt mehrere Projekte am Laufen hat, dann kommt da immer wieder was ins Stocken. Beziehungsweise mal läuft es zwei Wochen durch, dann kam eine Woche gar nichts und so. Und das ist dann halt auch irgendwie nicht in meinem Interesse. Ich weiß, ihr sagt immer, das ist kein Problem, wir können warten und so. Aber trotzdem, ich persönlich bin dann immer unzufrieden, wenn ich mir zum Beispiel 2014 angucke. Da hatten wir noch 816 Videos. Wahrscheinlich in den früheren Jahren noch mehr. Aber das hat ja auch seine Gründe. 2015 war ja für mich ein relativ... ich sag mal, eigentlich ja, so ein gemischtes Jahr, mal hoch, mal tief und generell wenig Zeit einfach für YouTube gehabt. Die, wo mich ein bisschen besser kennen, die kennen ja die Gründe. Und 2016 war dann auch wieder so ein ganz besonderes, seltsames Jahr eigentlich.
Ich habe mir überlegt, wie ich das so ein bisschen für euch zusammenfassen kann. Man macht ja gern Zusammenfassungen so am Jahresende beziehungsweise im neuen Jahr. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal so eine Quartalsübersicht. Das ist vielleicht am einfachsten. Das erste Quartal, das nennen wir einfach mal so, also die ersten 3 Monate, ne? Das nennen wir einfach mal Verzweiflung. Denn in Anfang 2016 ging es mir wirklich gar nicht gut. Das haben ja einige auch mitbekommen. Das ist hier und da auch natürlich durchgesickert. Das ist überhaupt kein Geheimnis. Da ging es mir richtig schlecht. Ich habe da eigentlich, wenn da YouTube-Videos kamen, dann war das einfach nur eine gewisse Ablenkung für mich. Eine Ablenkung für mich, wieder so ein bisschen im Alltag zu sein, in meinem Alltag. Allerdings konnte ich das auch nicht immer bringen, weil wenn es mir zu schlecht ging, konnte ich keine Videos machen, weil das hätte man dann gespürt, das wäre dann fürs Projekt blöd gewesen und dann habe ich es dann in den schlimmen Tagen, an den richtig schlimmen Tagen kam dann halt auch wieder gar nichts. Und wenn was kam, dann habe ich mich halt versucht abzulenken. Aber insgesamt ging es mir ziemlich schlecht. Und ich war ja dann auch, ich habe ja dann auch mir helfen lassen. Ich war ja auch in Therapie. Das ging knapp 6 Monate lang, wo es dann einigermaßen dann wieder besser wurde. So ab März, ja, nennen wir es trotzdem jetzt zweites Quartal. Da gab es dann so gewisse, wie soll ich sagen, Trigger-Effekte, die mich aus diesem Tief irgendwie rausgeholt haben. Das war dann kein Hoch für mich, aber es war eine total verrückte Zeit. Das zweite Quartal, da habe ich Dinge gemacht, die eigentlich sehr, sehr untypisch für mich sind. Also, da ging es mir schon bedeutend besser, aber ich habe einfach so Dinge gemacht. Ich rede jetzt nicht von, keine Ahnung, Drogen genommen oder was weiß ich. Ich habe einfach so im positiven Rahmen einfach Dinge probiert, wo ich sonst immer eher sagte, nee, das ist nicht so meins und was weiß ich nicht alles. Ich war auch viel unterwegs in der Zeit. Das war in diesem zweiten Quartal der Hauptgrund, weswegen da auch relativ wenige Videos kamen, weil ich sehr viel mit mir und anderen und etc. Also das war eine ganz, ganz komische Zeit. Und erst so im dritten Quartal, das möchte ich Neuorientierung nennen, da habe ich langsam wieder zu mir selbst gefunden. Also noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, vielleicht war das so eine Mini-Midlife-Crisis davor, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, da habe ich langsam dann wieder so orientiert. Da habe ich mich gefragt, okay, wie sieht's aus, was will ich, was kann ich? Es war eine Zeit, wo mir ganz viele Menschen ganz toll geholfen haben, wenn es nur schöne Unterhaltungen waren. Aber auch von Seiten der Familie. Und da habe nicht nur ich die Hilfe erhalten, da habe ich auch viel Hilfe geben können. So ab dem dritten Quartal. Das hat sich auch so teilweise noch ins vierte Quartal hineingeschoben, dass ich da sehr viel aushelfen konnte. Und das hat mich auch wieder gestärkt. Da war es einfach wegen Re-Life, wegen Hilfestellung, wegen dieses neue Finden und so, da gab es auch sehr, sehr unregelmäßige Videos. Das kann man gar nicht anders sagen, das war einfach so. Und im vierten Quartal, da hat sich dann für mich langsam so der neue Weg aufgetan. Dann habe ich mich wieder so in alter Stärke gefühlt, wie es einst in, ich sag mal, Anfang 2014 war oder 2013, 12 etc. Da kam ich langsam wieder so zurück zu meinen Wurzeln. Allerdings war einfach noch viel zu tun. Also wie gesagt, das Familiäre, das hat sich noch ein bisschen hineingezogen. Dann gab es ja Neuerungen für mich. Wohntechnisch gab es ein paar Veränderungen. Beziehungstechnisch sowieso. Da war einfach alles so viel und anders und neu. Und da musste ich erstmal wieder alles auf den Nenner bekommen. Hinzu kam dann noch die Sache mit dem Internet im November, also jetzt mit VDSL unterwegs, was natürlich eine unglaubliche Hilfe ist. Und jetzt endlich ist es wieder so, seit Dezember eigentlich schon, und das habt ihr ja auch an den Videos gemerkt, seit Dezember ist es jetzt einfach so, dass ich jetzt wieder richtig zurück bin. Ja, dass ich jetzt wieder, arbeitstechnisch hat sich auch noch was hinzugetan, da gab es eine bessere
ja, eine bessere Stellung für mich. Das tut sich natürlich dann auch in der Geldbörse bemerkbar und somit ist man da auch ein bisschen entlasteter. Und das alles, was hinzukam, das, jetzt habe ich einfach wieder eine Struktur, die mir ganz wichtig ist. Ich habe ein ganz klares Wohnverhältnis, Arbeitsverhältnis, Familienverhältnis. Alles ist jetzt wieder für mich strukturiert. Das ist mir einfach unglaublich wichtig, weil wenn das nicht strukturiert ist, dann spielt mein Kopf verrückt. Und es geht mir jetzt einfach wieder richtig gut. Endlich. Das hat unglaublich lange gedauert. Es ist bei mir einfach so. Aber jetzt ist es endlich wieder auf einem absolut grünen Zweig, den ich jetzt auch erstmal überhaupt nicht mehr verlassen will. Da kann eigentlich gar nichts mich von dem Weg wegrütteln, weil ich da so engstirnig jetzt da bleibe. Hat natürlich auch Nebeneffekte, aber gut, das juckt mich ehrlich gesagt nicht, weil ich gehe jetzt meinen Weg und dem bleibe ich jetzt. Und mit dem bin ich sehr zufrieden. Und umso optimistischer bin ich einfach auch, dass sich das für YouTube auch wieder positiv herauskristallisieren wird. Ich weiß, was ihr sagen wollt, dass das alles dieses Jahr, was ich durchgemacht habe, natürlich stand das an erster Stelle, ganz klar. Aber trotzdem ist mir YouTube, die Community und all das ist mir unglaublich ans Herz gewachsen und es ist mir einfach wichtig. Es ist mir wichtig, dass ich nicht wegen den paar Piepmetzen, die ich da bekomme, das ist total irrelevant im Grunde, sondern einfach diese Momente einfach, wenn dann zum Beispiel mir jemand schreibt, Mensch, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wenn mir jemand schreibt, Mensch, ich hatte so eine scheiß Zeit gemacht und dann habe ich deine Videos geguckt und das hat mir einfach geholfen in der Zeit. Sowas bekomme ich schon hin und wieder und das freut mich eigentlich am allermeisten. Und wenn sich aus dieser Community dann einfach Freundschaften bilden oder noch mehr, das ist einfach so eine schöne Verbundenheit. Das ist auch eine Family mittlerweile geworden. Und es ist mir einfach wichtig, dass das präsent bleibt, dass das stark bleibt und dass es auch gerne wieder stärker wird. Und ich bin deswegen ganz, ganz optimistisch seit Dezember, dass wir jetzt ein richtig geiles YouTube-Jahr wieder haben werden mit 2017. Ich habe nicht mehr vor wie früher auch. Ich werde da nicht zu viel jetzt sagen, so, jetzt machen wir das und das und das und das. Nee. Es bleibt alles beim Alten, das werdet ihr ja beim Upload-Plan sehen, die 3 Videos am Tag und mehr nicht. Es gibt YouTuber, die machen das Doppelte oder das Dreifache fast, aber ich mache das ja nicht berufstätig, bei mir bleiben das 3 Videos. Dafür werde ich aber umso mehr gucken, dass die Qualität, ich meine jetzt nicht die technische Qualität, sondern einfach der Inhalt, der Content, dass der stabiler wird wie zuvor. Und dass der einfach noch sehenswerter wird wie zuvor. Ich habe da so ein paar Pläne. Ich will mich jetzt nicht irgendwie verändern oder sonst wie was. Ich will es einfach trotzdem so auf meine Art besser machen. Noch besser machen. Vielleicht auch wieder so ein bisschen zur alten Stärke zurückkehren. Wo ich mir einfach mehr Zeit gelassen habe für Videos. Wo ich nicht so unter Druck stand. So nach dem Motto, ja, ich muss jetzt hier Fortschritt haben. Bestes Beispiel Dark Souls, ne? Wo halt immer welche meinen, oh Gott, das zieht sich ja in die Ewigkeit. Ich sag mir, ja, warum nicht? Es kommt ja eh kein Dark Souls 4, von daher, ich hab Zeit. Nee, aber ich verliere den roten Faden. Nee, ich will einfach, ich will guten Content bringen. Ich will einfach wieder zurück zur alten Stärke. Und ich bin da gerade wieder auf einem ganz guten Weg. Dass die Infoshow jetzt wieder kommt, ist zum Beispiel der beste Beweis. Spezialsachen, so wie die Game-Shows, die sollen zurückkehren. Auf jeden Fall, Game-Shows müssen wiederkommen. Schlag den John. Ich werde da jetzt nicht zu viel machen, aber auch nicht weniger, wie es früher mal war. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und das hat ja früher auch geklappt. Warum soll es jetzt nicht klappen? Jetzt, wo das Internet noch besser ist und so weiter und es mir wieder richtig gut geht, kann das ja auch nur noch wieder klappen. So viel dazu. Also, ich will jetzt nicht irgendwas Direktes versprechen. Ich will einfach nur sagen, so wie es mal war, so wird es wieder sein. So ist es jetzt eigentlich schon wieder. Und ihr werdet ja sehen, was alles kommt. Lasst euch mal überraschen. Ich will da gar nicht zu viel davon wegteasern. Ich bleib lieber bei der Gegenwart, was aktuell so laufen wird. Dazu komme ich dann aber, damit es jetzt nicht zu trocken wird, erst in der nächsten Bubble-Phase. Denn jetzt möchte ich euch erstmal die grausigsten Fails 2016 zeigen. Es gab zwar nicht so viele und vor allem nicht regelmäßige Videos, aber es gab sie definitiv. Fails ohne Ende. Ich habe das diesmal so ein bisschen nach Projekten geordnet.
Es ist keine Top 7, also ist einfach ein wilder Zusammenschnitt. Guckt euch einfach mal durch. Und wie gesagt, solltet ihr das Gefühl haben, dass da irgendein super Fail von 2016 fehlt, dann schreibt es mir in die Kommentare und dann werde ich das in der nächsten Top Fails wieder nachholen. Da mache ich es dann vielleicht wieder ganz regulär so eine Top 7 draus oder so. Das kommt ganz drauf an, wie ihr da mit spielt und mitantwortet. Ja, und nach den Fails reden wir dann gehen wir weg von meiner Person, dann gehen wir mehr in den Kanal hinein und reden über Upload-Pläne, Coming Soon, was demnächst so kommt, Stream-Projekte und so weiter und so fort. Das machen wir dann auch dingfest. Dann wird der Upload-Plan, den werde ich dann nochmal separat hochladen. Und der läuft schon. Also der läuft eigentlich schon seit 1-2 Wochen. Ich habe nur noch nicht öffentlich breit getreten. Ja. Also, jetzt erstmal viel Spaß mit den Fails und wir hören uns danach dann gleich wieder. Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Es geht weiter und wir befinden uns hier gerade, da wo wir das letzte Mal gestorben sind fast. Nee, eigentlich nicht. Ich bin mal wieder hierhin gelatscht, schon ein bisschen offline. Und mir ist aufgefallen, dass wir hier eventuell runterspringen könnten. Was meint ihr? Ich wüsste zwar nicht, was es da gibt, aber... Ja. Guckt euch mal die Augen an, ich finde so... Oh, Yoshi! LSD-Trip ist nichts dagegen. Ja, wenn ich mich jetzt noch bewegen würde, dieses leiernde, unkoordinierte, zusammen mit meinem Ruckelproblem und meinen nicht vorhandenen Skills, wären der absolute Tod. Deswegen muss ich jetzt mal gucken und aufhören, die Dinger zu fressen und möglicherweise... Ich werde hier nie wieder aus dieser Hölle rauskommen. Einmal, Yoshi, wirklich einmal in so einem Drogendilemma, ne? Da kommst du so schwer raus. Sieh dich an, was ist aus dir geworden? Was soll Mario von dir denken? Ich meine, du hast hier eine Verantwortung zu tragen, Yoshi. Oh nein! Ach Gott, einmal bewegt, ey! Alter, Yoshi! Hör auf, dich zu bewegen! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, war das gerade schlimm. Ich hab nur einmal kurz nach links und auf einmal... Jetzt kommt natürlich eine Polle. Yoshi, bleib stehen. Yoshi, beweg dich nicht. Du... Yoshi! Du voll besoffenes Rindvieh! Mann! Nein, mein Weg endet hier. Mein schöner Zaunweg. Er ist umsonst. Wegen diesem blöden Gebirge hier. Vielleicht kann ich hier nochmal drüber... Ja, kein Problem, jetzt tanze ich auf dem Gebirge. Und dann werde ich auf die andere Seite gelangen. Ich mache nur Scheiße. Das ist doch nie im Leben vom Spiel beabsichtigt, dass man hier eine... Aber ganz egal, wie der reguläre Weg ist, wenn ich mich jetzt hier fallen lasse, bin ich dann auf der richtigen Seite. Mhm. Noch ein Stern. Und... Nur noch einer. Eine Linse. Der Duft frisch umgegrabener Erde. Hier könnte ich etwas einpflanzen. Aha. Apropos Linse, ich bin heute wieder mit meinen Kontaktlinsen eingeschlafen. Tut das nicht weh? Ja. Nee. Das ist cool, dann hast du Träume in HD. Okay, ja, ich hoffe. So ein Schwachsinn. Hi, ich habe die Achterbahn übersprungen. ja, ich bin regulär. wisst ihr was? Vielleicht habe ich das hier übersprungen. Vielleicht ist der reguläre Weg ja diese Geisterbahn hier. Also dieses Geisterhaus könnte der reguläre Weg sein. Deswegen gehe ich doch erstmal hier rein, damit man dann zur Achterbahn kommt. Ich gehe mal rein. Ja, und das ist eigentlich der beste Beweis, wenn da nichts ist, dass man da eben nur rauskommt. Ah, ich kann das nicht. Shit, jetzt habe ich mich geopfert. Hilf mir.
Helf mir irgendjemand, nein! Ja, weißt du, das war doch der letzte Happen kurz vorm Tod. Das mache ich auch. Na egal, das war das. Natürlich ist hier nichts, weil man hier nicht hin soll, aber ich wundere mich, dass die Entwickler so viele Gebirge überhaupt gemacht haben, bis es mal. Oh, hier hört's auf. Keine Chance hier. Unsichtbare Wand. Genau auf sowas habe ich nämlich gewartet. Im Grunde. Warum so ein ewig langes Gebirge machen, wenn man da nicht hin soll? Dann müsste hier jetzt eigentlich auch gleich die unsichtbare Wand kommen. Sie kommt aber nicht. Okay. Munitionstechnisch. Würde die zweite Welle, in der ich immer verrecke, ja reichen. Deswegen darf ich das nicht aufgeben. Ich muss nur besser werden. Es ist nicht unmöglich. Vielleicht ist es für mich unmöglich, aber theoretisch ist es nicht. Hier. Da musst du. Du musst es sein. Gleich du. Okay. Geht auch nicht. Hä? Das kann doch gar nicht wahr sein jetzt. Oh shit, ein Hund. Ah, scheiße. Der hat mich. Dann denke ich doch mal mit. Nee, das bringt's nicht. Nochmal runter, nochmal hoch. Ah! Du nimmst den Weg. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist echt ein Tanz. Oh Mann, ich dachte, der Drache wird schwer. So. Anvisiert mal wieder. Haha, ist runtergefallen. Haha, gibt Strafe. Haha, 2 fürs Zucken. Treffe ich überhaupt? Ja, jetzt. Was war das eben? Oh, es hängt fest. Pussy-Taktik. Ich finde doch immer meine Stellen. La 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 la. Pussy, der John ist eine Pussy, der John ist eine ewige Pussy. Oh shit. Na gut, jetzt brauchst du auch nicht mehr anfangen. Das hat er. Das machst du mit Absicht, du! Ja, okay. Pussy hat keinen Bock mehr. Für heute. Bis morgen. Tschüss. Da hinten war noch der andere. Halt, ah, shit, jetzt, ja, toll. Ich komme halt zu nix. Das ist so furchtbar, ey. Da hinten würde ich gerne mal hin. Ah, shit, bitte nicht. Ah, es hat geklappt, gut. Ach, ne, hat nicht geklappt. Joch, komm, Mann. Macht Spaß, ne? Schönes Spiel. Ah, ja. Schade. Wollte gerade zum 5. Mal in das Haus rennen, um festzustellen, dass da nichts geht. Echt schade. Wenn ich wenigstens eine Idee hätte. Och Gott, den habe ich jetzt überhaupt nicht mitbekommen. Ja gut, ich habe keine Lust mehr. Umsonst hat man nur mein Gerage gesehen. Ich hätte echt gedacht, ja. Aber ich bin auch so leichtsinnig, ne? Ich weiß doch ganz genau, ich muss, obwohl. Nee, ich habe nicht gewartet. Das war ja Pausenmenü, da habe ich nicht gewartet. Nein, das war ja. Ach ja, jetzt rennt er natürlich gerade da raus. Och, das ist so eine Zumutung, ey. Ansonsten geht ja nichts. Ach, ja, toll. Hat mich halt der andere Hund gefressen. Bisschen bucklig, der Gute, oder? Ja. Das wird so rabiat, grausam. Ah, Maduro ist bei mir. Maduro kommt mit. Ihr kommt alle mit. Ich komm nicht mit. Ich bleib schön draußen. Das kann ich, mir nicht antun. Und Jahan hat was gegen Schwule. Ich weiß auch nicht, aber er ist komisch. Er hat was gegen Dämonen, er hat was gegen Schwule. Er ist ein ganz komischer Kauz. Jahan ist anstrengend. Hey, schönes Zimmer, wenigstens hat er Kerzen angemacht. Ach, die Tür zu bevor. Ah, scheiße, ich hätte die Tür zu machen sollen, bevor Maduro ankommt. Immerhin Kerzen, das ist so schön. Ich gönne ich mal ein bisschen Privatsphäre. So, außerdem ist Maduro wahrscheinlich asexuell. Da seid ihr ja, Zuckerstück. Wo war denn nur mein ganzes Leben? Lasst uns anfangen. Was wir hier tun, geht nur uns beide etwas an. Ja, also sagt eurem schon. Freund, dass er gehen soll, in Ordnung. Ja, Maduro muss ja, raus. Maduro. Ja, John. Im Ketten einfach wegziehen. Genau. Ja. So, geh. Ich muss es leider alleine hinkriegen. Komm, raus mit dir. Hallo? So. So, Privatsphäre habt ihr. Go, go, go. Yay. Ich will mal sehen. Ich freu mich. Ja, lass uns anfangen.
Nun, es scheint mir, als hätte ich euch genau dort, wo ich wollte, Schätzchen. Wenn ihr bereit seid anzufangen, fange ich damit an, euch zu zerlegen. Ich möchte euch roh sehen. Wie klingt das? Oh Gott. Oh Gott. Ja, das musst du jetzt vorlesen, ganz bitte, ja? Was hast du zum Handeln? Moment, mal gucken. Nein, nein, du sollst eins jetzt vorlesen, John. Ja, okay. Ich bin bereit, wenn ihr seid, Süßer. Bereit und begierig. Ich bin nackt. Wow, du bist wirklich nackt. Willkommen zurück zu Chronocross. Ja, Freunde, hier sind wir nun wieder. Und es ist mal wieder Zeit für einen Gästepart. Ich möchte übrigens auch einen wunderbaren, tollen Drachen nochmal begrüßen in unserer Gruppe, die süße Viandra. Ist der Drache nicht goldig? Toll. Wirklich nicht gewusst. wir haben da ja noch einen Drachen. Eigentlich ist er ein rosa Hund in diesem Spiel, aber es ist halt ein Drache. Er ist in der Leitung. Hallo Spyro! Du bist sowas von toll, John! Du bist so toll! Quack, 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 Gary! Quack, Millie, quack, Jojo. Ja, super Einstieg in den Part. Fangen wir mal an, machen wir weiter. Läuft Millie. John? John, musst du nicht was machen? Quack. No. Ach nee, du darfst nur ein Feld gehen, okay. Komm zu mir, kleine Kröte. Oh. Das nervt aber. Wenn er sich gerade duckt, dass ich da vielleicht mal drüber springen kann mit dem richtigen Glück. Oh, das war knapp. Oh, jetzt, warte mal. Na, ist zu weit weg. Shit. Zu weit weg. Jetzt. Nein! Wieso hast du nicht noch einmal ein Feuer gemacht, du Idiot? Nein, tut das weg! Oh Gott! Nein! Das klappt nicht! Du bist... viel zu weit oben. Das geht nicht! Das geht nicht! Mann! Hey, das geht nicht! Oh! Oh! Warte mal! Hey, aber so könnte ich tricksen! Wenn ich das nochmal hinkrieg, dann kann ich zur Axt hüpfen. Das wäre cool. Das wär zwar von den Cat nicht gedacht. Oh nein! Nicht auf die Seite! Menno! Shit. So geht das nicht. Jetzt vielleicht... Duck dich! Ja, nein, nein! Ach Mensch, das klappt nicht. Das klappt nicht. Der springt ja immer irgendwie links ab. Ja, wenn er... Ach komm, das kann nicht sein. Das muss auch gehen. Das muss irgendwie gehen. Böser Bowser. Weißt noch damals? Teil 4 reden sie dann noch drüber. Als du mich da runterstoßen wolltest. Aber auch schön, oder? Ich meine, das wird auch fast ein Screenshot werden. Oh Mann. Das kann ich nicht mehr packen, oder? Gucken. Ich wollte ihn runterschmeißen. Nee, Snake fällt aber auch wegen jedem Mist gleich runter, ne? So, jetzt schmeiß ich ihn runter. Komm. Oh nein. Es geht halt nicht, weil er ihn immer nur schleppt und schleift. Da klappt das nicht so. Ab, komm. Fall hin. Ja, das sieht schon besser aus. Nein. Oh, okay, komm, lasst mich noch einmal versuchen. Ich will ihn runter. Ja, jetzt runter. Jetzt einfach fallen lassen. Ja. Oh shit, das darf ich nicht. Und Lot ist tot. Ja und? Problem gelöst. You can't do that. You create a time paradox. Wie gut ist das denn? Ein Zeitparadox. Super. Hey, das hat was. Gefällt mir. Ein Zeitparadox werde ich aus. Und dann noch ein... Ah, herrlich. Das hat mir jetzt gut gefallen. So, ich traue mich jetzt. Ich werde es jetzt tun. Ich mache noch ein schönes Bild kurz vor meinem Tod. So. Tschüss, Welt. Hey, das ist ja gar nicht das... Ende der Welt. Ich komme noch zu meinem Ende der Welt. Oder ich laufe um die Welt herum. Und bin dann auf einmal wieder im Storygebiet. Achtung, was passiert? Linda? Welt? Hallo? Kann ich mich noch laufen? Kann ich noch bewegen?
Ich falle. Ich bin im Dauerfall. Sodele. Ja, das waren die Fails. Ich hoffe, ja, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es ist nicht so einfach, das selbst immer da raus zu friemeln. Man weiß selbst nicht, was so lustig ist, aber ich denke, ich habe ein paar lustige Szenen gefunden, die mir auch ein bisschen nachgingen, auf jeden Fall zum Teil. Ja, wie dem auch sei, jetzt geht es aber um die Kanal-News, also Uploadplan, Videos, Projekte etc. Jetzt reden wir nur noch darüber. Und es wird wirklich höchste Zeit für einen neuen Upload-Plan. Den wird es, wie gesagt, auch nochmal separat geben. In kurzer Form natürlich. Aber hier spreche ich es nochmal in aller Ruhe durch, was ich so geplant habe, was ich mir vorstellen könnte, etc. und so weiter. Ja, also der Upload-Plan, ihr seht das jetzt Ganze ja auch visuell dargestellt, während ich rede. Unser Hauptprojekt ist ja momentan Silent Hill 4 The Room. Dieses Spiel kommt 6-mal die Woche, Ausnahme Dienstag, weil Dienstag ist so ein spezieller Tag, da kommt ja im Grunde gar nichts, außer der Podcast, der kommt einmal die Woche. Aktuell läuft da noch Soma, aber der ist bald fertig, da werde ich bald für Nachschub sorgen, also mit einem anderen Thema. Und dienstags kommt auch noch eventuelle Livestream-Projekte. Wenn ich jetzt montags irgendein Spiel gerade livestreame und das will ich durchziehen und das will ich auch auf YouTube bringen, dann würde dienstags würde das immer kommen. Ihr kennt das ja von Erayu und von Undertale, da haben wir es genauso gemacht. Momentan läuft zwar nichts, was auf YouTube auch kommt, aber das wird definitiv wieder der Fall sein. Das würde dann auch immer dienstags erscheinen. Kann natürlich dann mal passieren, dass wenn wir da 3-4 Parts am Stück aufnehmen, dass dann auch 3-4 Parts am Dienstag dann online kommen. Also es ist nicht so, dass nur dienstags, ne? Ihr wisst schon, wie ich es meine. Gut, also so viel zum Dienstag. Die restlichen Tage sind aber regulär. Das bedeutet 6-mal Silent Hill to the Room. Da ich ein faules Stück bin, möchte ich diesen Upload-Plan gleich, wenn möglich, so visualisieren, dass man auch gleich das Nachfolgeprojekt sieht. Das hat dann natürlich den Vorteil, dass ich das nur nicht so oft aktualisieren muss, dieses Video. Allerdings muss ich zugeben, dass ich noch kein Nachfolgeprojekt so hundertprozentig im Kopf habe nach Silent Hill. Es gibt halt so viele Kandidaten. Es wird auf jeden Fall natürlich Horror sein. Der Schiene bleiben wir treu. Die Leute, die momentan japanische Rollenspiele vermissen, da mache ich noch Pause, wie gesagt. Das dauert auch noch ein gutes Weilchen, bis ich mich da endlich an Shadowhearts setze. Momentan hält eher der Horror Einzug. Ich weiß noch nicht, was ich machen möchte. Da wäre zum einen dieses Town of Light, steht bei mir relativ weit oben, aber Through the Woods hatte ich das letzte Mal angespielt, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich könnte auch mal wieder so ganz in die alte Schiene gehen, zum Beispiel Dino Crisis würde ich unglaublich gerne mal machen oder endlich mal Resident Evil 4. Also die Möglichkeiten sind da immens groß. Ich habe mich noch nicht festgelegt, deswegen werde ich das offen lassen, was nach Silent Hill unser nächstes Hauptprojekt wird. Lasst euch da einfach mal überraschen. Ich weiß es selbst nicht. Es könnte natürlich auch sein, und wenn ich so drüber nachdenke, das ist relativ wahrscheinlich, dass es sich zeittechnisch ausgeht, dass nach Silent Hill The Room Resident Evil 7 beginnt. In dem Fall dann definitiv die VR-Version. Wie sich das anfühlt, oder wie ihr das dann seht als Zuschauer, das habe ich ja in der letzten Demo bereits gezeigt. Das war ja auch schon im VR-Modus. Ja doch, ich könnte mir vorstellen, dass ich das wahrscheinlich als Nachfolgeprojekt machen werde. Ja, da bin ich mir jetzt doch einig. Sagen wir mal zu 90%, weil das will ich unbedingt spielen und natürlich blind, sonst wirkt's ja nicht richtig, ne? Und ja, da bin ich mir relativ sicher, dass das unser neues Projekt wird. Was haben wir dann noch? Wir haben dann noch, gehen wir mal rüber zu Metal Gear Solid 3. Das kommt in der Regel 2-mal in der Woche. Nämlich mittwochs und freitags. Das ist unser großes, unser XXL-Format. Das ist bei Metal Gear absolut notwendig. Und was nach Metal Gear Solid 3 kommt, ist auch schon, eigentlich schon sehr, sehr lange safe und sicher. Und ja, es wird jetzt manche enttäuschen, denn nein, es wird nicht im Anschluss Metal Gear Solid 4 geben, wie sich viele wünschen. Das tut mir leid. Das wird ein bisschen dauern.
aber ich versuche den Abstand nicht so groß zu halten wie das letzte Mal. Nein, nach Metal Gear Solid 3 beginne ich The Witcher 2. Da freue ich mich schon lange drauf. Wir haben damals The Witcher 1 gespielt, hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. The Witcher 2 ist meiner Meinung nach noch deutlich besser und cineastischer. Darauf freue ich mich schon sehr. Ist auch ein bisschen, ist gar nicht so groß, das Spiel, finde ich. Es gibt 3 große Kapitel und das zweite Kapitel, das wird wiederum klein für mich. Freue ich mich jedenfalls sehr drauf. Nach Metal Gear Solid beginnt dies, bleibt dann im gleichen Format, sprich zweimal die Woche, eine knappe Stunde. Ja. So, dann haben wir natürlich noch Dark Souls. Bei Dark Souls muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen über ein Nachfolgeprojekt, weil das läuft wahrscheinlich eh noch das ganze Jahr, bis ich da mal richtig weiter bin. Und dann sind die ganzen DLCs ja schon da und was weiß ich nicht alles. Also Dark Souls 3 wird noch richtig lange gehen. Das kommt 3-mal die Woche in der Regel, nämlich am, so lass mich nicht lügen, am Montag, am Donnerstag und am Samstag kommen diese 3 Parts. Meistens so eine Dreiviertelstunde. Bei Silent Hill waren es um die 25 Minuten, so in der Regel. Bei Metal Gear so um die 50 bis 60 Minuten. Und bei Dark Souls hatte ich so 45 Minuten immer im Visier. Ja, so viel dazu. Ja, dann kommen wir zu unserem neuesten Projekt, das momentan läuft. Das ist nämlich The Walking Dead Season 2. Endlich habe ich das mal angefangen. Hat ja auch schon ewig in der Warteschleife gehangen und jetzt ist schon Season 3 erschienen und jetzt wollte ich unbedingt die zweite endlich mal wenigstens anfangen. Und das Spiel kommt montags, mittwochs, donnerstags und sonntags und das jeweils so 30 bis 35 Minuten. Kann auch mal länger gehen, je nach Sequenz. Will ich ja nicht unterbrechen mittendrin. Und wenn die zweite Staffel durch ist, dann würde ich auch sogleich die dritte Staffel beginnen. Ich hoffe, das geht sich aus. Also nicht, dass die dritte Staffel auf sich warten lässt dann mit diesen Episoden. Ich will das normalerweise erst dann spielen, wenn alle Episoden draußen sind. Ich hoffe, man muss da nicht so lange drauf warten. Ja, auf jeden Fall, das ist unser ja großes Nebenprojekt oder zweites Hauptprojekt, könnte man es schon fast nennen. Macht auf jeden Fall mir momentan jede Menge Spaß, wie man mir sicher anmerkt. Ja, also wie gesagt, Nachfolgeprojekt ist Staffel 3, deswegen muss ich dazu auch nicht viele Worte verlieren. So, und dann kommen wir ja schon, bleibt nicht mehr viel übrig, dann kommen wir schon zu den Together-Formaten. Das wäre zum einen freitags Divinity Original Sin mit dem guten Gary. Das kommt, wenn wir jetzt wieder anfangen. Diese Woche kommt das bei mir in der Regel freitags. Bei ihm kommt es, ich glaube, ja, dienstags, genau. Und das, ja, werden wir mal schauen, dass wir das jetzt auch wieder regelmäßig hingehen. Es kann natürlich bei Together-Sachen immer sein, dass mal der eine oder andere oder auch ich, keine Frage, dass wir einfach mal keine Zeit haben, uns zusammen hinzusetzen, dass wir nicht auf den gleichen Nenner kommen. Passiert durchaus mal. Und dann würde ich als Ersatz sowas wie Let's Shows bringen. Das habe ich letzte Woche ja schon gemacht. Da habe ich einfach mal Let's Shows gebracht. Da habe ich eigentlich noch so viel, was ich zeigen könnte in so einem Anspielmodus, Anspielformat. Und da werden mir die Ressourcen so schnell nicht ausgehen. Das ist immer so der Ersatz, wenn es halt nicht klappt. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir im Januar jetzt mit den Together-Formaten erstmal wieder durchsteigen werden. Für eine Weile lang. Das bedeutet also freitags Divinity. Und am Samstag, ich habe schon wieder Schluck auf, ich liebe es. Am Samstag gibt es Chrono Cross mit der guten Millie. Ja, daran hat sich auch nichts geändert. Chrono Cross eine Stunde und bei Divinity ist es meistens so eine halbe Stunde, aber da überziehen wir ja auch meistens recht gerne. Ja, am Sonntag ist noch ein Plätzchen frei und das hebe ich mir auf für spezielle Dinge. Sei es jetzt sowas wie das hier, die Infoshow. Oder ist es ein Upload-Plan? Oder ist es irgendwas Spezielles, was man halt sonst... Ein Bonuspaar zum Beispiel könnte es auch sein. Oder irgendwas, wo man sonst nicht unterkriegt. Let's Show könnte es auch sein, rein theoretisch, wenn da irgendwas gerade anliegt. Also das ist einfach so ein Platzhalter für irgendwas. Ja, und dann seht ihr schon, dann haben wir die 3 Projekte, beziehungsweise die 3 Videos am Tag, haben wir dann somit durch. Bis auf Dienstag, das ist beabsichtigt, dass es da nur die 2 gibt. Beziehungsweise 1... ja, plus minus Livestream. Ja, so viel dazu. Nachfolgeprojekte zu Chrono Cross muss ich nicht sagen, weil
Das dauert noch so lange, aber es wird auf jeden Fall ein Retro-Projekt sein. Aber dazu werde ich mich äußern, wenn das Datum mal näher rückt. Und bei Divinity ist klar, wenn das irgendwann mal durch sein sollte, Gary meinte letztens, das dauert gar nicht mehr so lange. Ich bin da noch irgendwie skeptisch. Aber sollten wir es irgendwann mal durchbekommen, würden wir im Anschluss Divinity 2 machen. Ist doch selbstverständlich. So, dann, sind noch gar nicht durch, seht ihr? Von wegen nur 3 Videos am Tag. Eigentlich sind es ja 4, denn der Retro-Kanal, den gibt es ja auch noch. Der Retro-Indie-Kanal, aber der ist schnell erklärt. Da gibt es, schon wie letztes Jahr, wie dieses Jahr, wie nächstes Jahr auch, Baldur's Gate. Das ist halt so ein Ewig-Projekt. Das wird auch nicht so schnell sich ändern, weil selbst wenn ich es mal durch habe, ich bin eigentlich bei Baldur's Gate 1 schon relativ weit. Wenn ich es aber mal durch habe, dann werden wir dieses eine Zwischenabenteuer spielen, das die Geschichte von zwischen 1 und 2 erzählt. Ich weiß gerade den Untertitel nicht, aber das ist, der ist vor kurzem erschienen, soll aber nicht so gut sein, aber ich will es halt trotzdem spielen. Und danach spiele ich Baldur's Gate 2, natürlich mit sämtlichen Add-ons etc. Und das ist, ja, da können wir in 3-4 Jahren nochmal drüber sprechen, was nach der Baldur's Gate Reihe drankommt. Es ist gerade deswegen auch ganz stark auf dem Retro-Kanal vertreten, nämlich viermal die Woche, oder? Ja, viermal die Woche, nämlich montags, mittwochs, freitags und sonntags. Donnerstag und Samstag kommt dann noch ein bisschen was anderes. Die ganze Zeit war es Yoshi Island, das ist jetzt durch. Na gut, es kommen noch ein paar Bonusparts, aber die werde ich dann immer so alle 14 Tage einmal dazwischen bringen. Anstatt des neuen Projektes, das nehme ich ab Donnerstag dann starten wird. Und das ist endlich mal wieder ein Adventure. Es ist Black Mirror 2. Ja, den ersten haben wir ja vor einem Jahr ungefähr noch gespielt. Und der zweite Teil meiner Meinung nach auch deutlich besser. Den werden wir dann jetzt demnächst beginnen. Der kommt, wie gesagt, dann nur zweimal in der Woche. Wahrscheinlich so 30, 35 Minuten, genauso wie Baldur's Gate. Und zwar eben donnerstags und samstags. Es kann auch sein, wie gesagt, alle 14 Tage wird Black Mirror mal aussetzen für eine Yoshi-Folge, weil da haben wir noch einiges vor. Ja, Yoshi-Gucker wissen ja eh, was ich da noch alles vorhab. Ja, so viel dazu. Nachfolgeprojekt von Black Mirror will ich mich nicht festlegen. Im Raum stehen zum Beispiel so Sachen wie Super Mario Galaxy. Oder wir machen gleich Black Mirror 3. Ich weiß es noch nicht, das werde ich noch entscheiden. Lassen wir erstmal Black Mirror 2 beginnen. Ja, und das wäre somit der Upload-Plan, den ihr nun seht. Es wird allerdings auch noch Spezialformate im Laufe der Zeit geben. Das nächste, was eigentlich unmittelbar ansteht, ist ein Mind-RPG. Ich habe es hier und da schon angesprochen, mit dem guten Gary, mit dem Jojo, mit dem Slayer und mit dem Spyro. Mit den Vieren werde ich ein Mind-RPG machen, aber das ist deutlich komplexer wie die bisherigen Mind-RPGs. Wir werden uns nämlich diesmal an dem DSA-Regelwerk, also das schwarze Auge, Pen und Paper und so, an dem Regelwerk werden wir uns diesmal orientieren, haben ganz tolle, komplexe Helden bereits erstellt. Es fehlt noch der letzte Feinschliff und dann beginnen wir unsere Sessions. Das wird dann zum Beispiel sonntags kommen, unter Spezial. Weil Mind-RPGs kamen damals immer unglaublich gut an. Und ich habe jetzt diesmal wirklich erst ein Abenteuer ausgearbeitet, fertig geschrieben. Und erst als es fertig war, habe ich gesagt, so Leute, ich hätte da was für euch. Also es wird dann auch kein Abbruch oder sonst was davon geben. Das wird dann wirklich durchgezogen, das Abenteuer. Es wird ein sehr verrücktes Abenteuer. Es wird ein Abenteuer, wo natürlich das Rollenspiel im Mittelpunkt steht, aber auch es gibt auch so ein paar Minispielchen etc. Ich meine, Slayer und Spyro, ne, die kennen sich da schon aus. Apropos, auf deren Kanälen kommt auch im Laufe dieses Jahres die nächste Staffel von Slayer vs. Spyro. Die ist schon abgedreht, die ist schon komplett fertig, aber die muss halt noch fertig gerendert werden. Das liegt aber jetzt nicht in meiner Hand, weil das kommt ja auf deren Kanäle. Ich wollte es nur gesagt haben, da kommt auch eine neue Spielshow. Schlag den schon. Spielshow Staffel 6 würde ich dann auch irgendwann so im Sommer sehen, wenn das Mind-RPG durch ist. Wir wollen uns ja nicht übernehmen.
Also erst wenn das Mind RPG durch ist, dann gibt's eine Mind RPG Pause und dafür eben mal wieder eine Spielshow mit Schlag den John. Ja, das ist dann das Spezialformat von Sonntag und ja, viel mehr ist nicht geplant. Wie gesagt, neue Podcast-Themen. Ich werde demnächst für alle, die Interesse haben, an sowas teilzunehmen, sei es jetzt Podcast oder Schlag den John oder Gästeparts, all das, ihr könnt daran interaktiv teilnehmen. Ihr könnt meine Gäste sein, ihr müsst mir nur mir das mitteilen. Am bestenfalls verfügt ihr über ein Headset oder Kopfhörer und Mikrofon, je nachdem, ne, damit die Qualität einfach gut ist oder ausreichend. Und dann könnt ihr mich entweder im Skype oder im Discord gerne hinzufügen. Könnt mir Bescheid sagen, hey, ich wäre mal gerne da und da Gast oder ich würde da gerne mal mitmachen und so weiter und so fort. Und dann werde ich das in die Wege leiten. Und dann machen wir das. Gerade bei Podcasts, da werde ich vor allem, wenn es im Skype oder im Discord, werde ich da gerne Nachrichten anheften. Thema so und so, wer will mitmachen. Und dann erwarte ich natürlich, dass sich die Personen dann melden. Bei manchen Themen frage ich nach, weil ich da bestimmte Personen dabei haben möchte. Aber generell dürfte sich jeder auf solche Anfragen melden. Bei Social Networks, okay, Facebook weniger, bei Twitter kündige ich sowas auch gerne mal an. Aber letztendlich zur Kommunikation brauchen wir eben sowas wie Skype und Discord. Ja. Ja, das sind so die Pläne für das heutige Jahr. Und das war's dann auch schon. Was heißt, das war's schon? Ich habe schon wieder so ewig lang gebabbelt. Die Infoshow wird viel zu lange, aber egal. Wir machen jetzt weiter mit der Top 7 meiner Lieblings-Disney-Filme. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Top 7 drunter schreiben, so zum Vergleich. Würde mich auch mal interessieren. Auf jeden Fall viel Spaß mit den Top 7, also Johnnys Top 7. Für die, wo es vergessen haben, das kommt ab und zu in der Infoshow. Da gibt es schon mehrere Top 7s. Und diesmal ist eben das Thema dran. Weil das hat den Ursprung, weil wir... da fällt mir gerade noch was ein. Shit. Livestreams. Oh, muss ich auch noch kurz ansprechen. Montags und Dienstags sind Livestreams. Ja. Montags ist unser Nebenprojekt-Livestream. Da spielen wir alles Mögliche. Am besten klickt ihr euch mal in Hitbox rein. Da habe ich alle Nebenprojekte aufgelistet, die wir eventuell in diesen 4 Stunden spielen. Es gibt innerhalb dieser 4 Stunden Trailer. Es gibt auch Outros. Das bedeutet, am Schluss zeige ich noch irgendwas Besonderes. Es gibt Pausen mit Musikwünschen. Also wir schmücken den Abend richtig schön aus. Und es gibt eben die Nebenprojekte, die wir spielen und die eventuell dienstags auch auf YouTube kommen. Aber das sind nur auserwählte Projekte. Dienstag wiederum haben wir unser Hauptprojekt im Livestream. Da spielen wir nur ein Spiel. Das ist momentan noch Kingdom Hearts. Wird jetzt aber bald durch sein. Das Nachfolgeprojekt wird höchster Wahrscheinlichkeit gleich dann Kingdom Hearts 2. Ja, auch da dürft ihr euch gerne melden, wenn ihr mal da Gast sein möchtet oder... Ja, aber da wäre es von Vorteil, wenn ihr schon ein paar Mal dabei gewesen seid im Livestream, so dass man sich halt so halbwegs kennt. Das wäre ja ganz gut. Einmal im Monat gibt's ja auch ein Spezial-Livestream. Das wäre diesmal natürlich am Freitag, den 13. Januar. Dann gibt es natürlich wieder einen Horror-Stream. Was da genau geplant ist, werde ich aber kurz vor knapp Bescheid sagen. Das wird ein bisschen anders wie in den früheren Horror-Streams, aber mehr sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Ja. Wo war ich? Livestreams, da ist somit auch die Pläne durch. Ich habe noch mehr Pläne für die Livestreams. Ich spiele auch mit dem Gedanken, sowas wie Final Fantasy 15 mal zu machen im Livestream. Und ja, viel mehr brauche ich dazu erst noch nicht zu sagen. So viel dazu. Also Livestream-Planungen und YouTube-Planungen sind somit durch. Ihr wisst Bescheid, sollte doch irgendwas unklar sein oder Fragen sein oder irgendwelche Requests zu anderen Spielen, die ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm habe, dann schreibt es einfach in die Kommentare und ich werde bestimmt darauf antworten. Und jo, so viel dazu. Jetzt machen wir aber wirklich weiter und deswegen kam ich darauf. Ich habe im Livestream bereits diese Top 7 gezeigt. Das war aber mehr auf die Lieder getrimmt. Jetzt werde ich das Ganze so ein bisschen noch, ich werde noch ein bisschen was dazu reden und die Lieder nur im Hintergrund laufen lassen. Zu der folgenden Top 7 der Disney-Filme. Also, in diesem Sinne, viel Spaß.
Hood und Leder John gehen im Wald spazieren und sie lachen und sind fröhlich, weil jeder das gern mag. Ja, auf der 7 ein wahrer Klassiker, Robin Hood. Schon urig alt habe ich als Kind mehrfach gesehen. Ich habe den Film überdermaßen geliebt. Er ist einfach so liebevoll noch gemacht mit den ganzen tierischen Charakteren. Da kann man einfach nur schmunzeln. Er ist auch spannend, ist alles, was so ein kleiner Junge gerne sieht. Und ja, unvergessen für mich. Ich habe ihn schon ewig lang nicht mehr geguckt und manche kennen ihn vielleicht noch gar nicht. Da besteht absoluter Nachholbedarf. Er ist echt ein schöner Film. Robin Hood. Denken beide nur an ihre Flucht und schließlich schaffen sie es. Hudelalli, hudelalli, Kinder, welch ein Tag. Hudelalli, hudelalli, Kinder, welch ein Tag. Weißt du was, Robin? Ich denke, du bist zu leichtsinnig. Leichtsinnig? Du bist aber ulkig. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Auf der 6 haben wir Mulan, ein auch sehr schöner Film, den ich immer wieder gerne schaue. Der hat ganz, ganz tolle Charaktere, wunderbare Musik, wo man heute immer noch schön mitsingen kann. Und ja, ist einfach ein tolles Abenteuer mit der jungen Mulan, die sich als Junge ausgibt und sich da erstmal ja, durch die ganze Männerschar hier durchkämpfen muss, bewähren muss. Und dann natürlich Mushu, sowieso Beste. Und mit der Stimme von Otto. Also mit dem Film hat man immer wieder jede Menge Spaß, egal mit wem man den guckt. Mulan, ein ja, zeitloser, toller Film auf jeden Fall. Stahl. Ihr müsst alles wagen, doch der Kampf wird hart. Was fang ich mit euch Chaoten an? Jetzt passt auf und hört gut zu. Jeder wird hier zum Mann, sogar du. Zuerst schafft man Stimmung für L'Amour. Percussion. Streicher. Flöten. Text. Ariel, die Meerjungfrau, ein Klassiker, den wahrscheinlich so jeder kennt. Meine Nummer 5 habt ihr damals mit meinen Eltern im Kino gesehen. Und ja, es ist einfach eine wunderherzige Story, die man sich einfach immer wieder anschauen kann, finde ich. Immer noch sehenswert. Ich sehe es auch noch mit meiner Kleinen ganz gern. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass es da eine neue Version gibt, wo auch die Lieder anders gesungen wurden, auch mit anderem Text. Das fand ich teilweise ein bisschen Panne. Also so von der diese Neuaufmachung, das hätten sie schenken können. Aber gut, muss man sich ja nicht antun. Ariel ist trotzdem ein wunderschöner Film. Sieh doch. Und jetzt im Chor. Schalalalalala, nein, oh nein, so klappt das nie, oh nein. Glaubt ihr, er küsst sie noch? Schalalalalala, echt zu dumm, so kriegt sie ihn nie rum. Er muss, das wisst ihr doch. So, jetzt schön aufmachen. Irgendwas Neues. Ist es gefährlich? Was ist das? Ah. Okay, höchste Alarmbereitschaft. Gefährlicher Geruch, meine Freunde. Sekunde, was ist das? Das ist Ekel. Sie beschützt Riley hauptsächlich davor, vergiftet zu werden. Körperlich und gesellschaftlich. Das ist weder bunt noch in Dinosaurierform. Augenblick, Leute. Das ist Brokkoli. Tja, ich habe uns gerade das Leben gerettet. Oh. Ja, keine Ursache. Wenn du dein Abendessen nicht isst, dann gibt es keinen Nachtisch. Was? Hat er gerade gesagt, wir kriegen keinen Nachtisch? Das ist Wut. Ihm ist es sehr wichtig, dass es gerecht zugeht. Du kommst mir also auf die Tour, alter Mann? Kein Nachtisch? Ganz wie du willst. Wir schlucken unser Essen, aber erst schluckst du das hier. Ah! Hey, Riley, hier kommt ein Flugzeug. Ah! Oh, ein Flugzeug. Wir haben ein Flugzeug, seht mal. Flugzeug. Alles steht Kopf, einer der neuesten Filme und schon auf Platz 4 in meiner Top 7. Es ist einfach ein ganz toller Film. Vor allem, es ist nicht nur für die Kleinsten. Der hat auch eine ganz, ganz tolle Message für ältere Leute, dass auch nur
was heißt ältere, erwachsene Leute, die auch, das sind auch nur Erwachsene unbedingt so richtig verstehen. Ich könnte jetzt ein paar Szenen nennen, aber das tue ich jetzt nicht, aber wenn ihr ihn gesehen habt oder kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Es ist auf jeden Fall ein Film für jung und alt, vielleicht ein bisschen mehr alt. Wunderschöner Film auf jeden Fall. Oh ja, das klingt fantastisch. Was war das denn? Das war so gar nicht Freude. Vielleicht weil ich nicht Freude bin. Es muss nicht immer viel Text sein, um Emotionen herbeizurufen. Das hat Wall-E am allerbesten bewiesen. Es müssen auch nicht Menschen sein, es müssen nicht Tiere sein, es können auch einfach mal nur Roboter sein. Ich finde diesen Film nahezu... Es ist eigentlich ein kleines Meisterwerk. Der strahlt so viele Emotionen aus, was man sich einfach nur... Weiß nicht, also ich kann mich da einfach nur zurücklehnen und den Film genießen. Es ist manchmal lustig, manchmal traurig und es ist irgendwie was ganz Besonderes. Wall-E hat mich damals wirklich ja, vom Sockel gehauen. Ganz, ganz toller Film. Märchen schreibt die Zeit. Ja, ja. Die ersten beiden Disney-Filme, die haben sich schon seit vielen, vielen Jahren für mich nicht geändert und das werden sie wohl auch nicht. Auf dem zweiten Platz Die Schöne und das Biest. Ich finde diese Story drumherum und wie es gestaltet ist, die Lieder, die ganzen Figuren und Charaktere, ich finde das einfach alles so gut. Wir haben den ja letztens auch in der Disney-Filmnacht gemeinsam geschaut und das hat einfach nur Spaß gemacht. Ich höre nur das Biest. Ich freue mich auch schon sehr auf die Neuverfilmung. Die wirkt sehr authentisch gegenüber dem Zeichentrick-Klassiker. Und deswegen, gerade weil es so authentisch wirkt, kann es auch gut werden. Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf. Aber der alte Zeichentrickfilm ist auch immer wieder sehenswert. Ewig altbekannt, ewig imposant, wie die Sonne aufgeht. Hakuna Matata, diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata, gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata, yeah. Vlad Salz, natürlich der König der Löwen, wie könnte es anders sein? Das ist mein absoluter Favorit. Ich habe den damals im Kino gesehen. Ich habe geheult ohne Ende. Ich habe ihn nochmal im Kino gesehen. Ich habe nochmal geheult ohne Ende. Ich habe ihn 3, 4, 5, 6 Mal auf DVD gesehen. Ich habe immer wieder geheult. Und ich habe ihn gefeiert natürlich auch. Es ist, ich meine, allein hier Timon, Pumba und was nicht alles für tolle Charaktere gibt. Der ist so spannend, der böse Scar und alles. Es ist der König der Löwen, auch von der Optik her. Das ist so schön alles. Ich kann das Ding nur feiern. Es ist und bleibt mein absoluter Lieblings-Disney-Film. Ja, auf ewig. Ja, das waren's auch schon. Was sind eure Top 7? Haut's in die Kommentare. Ich bin gespannt. Nein, so ein Skandal! Das ewige Hupen! Sag's uns doch mal! Von dem ständigen... Pumba, doch nicht vor den Kindern! Oh, Entschuldigung. Jo, und da sind wir zurück. Ihr dürftet jetzt hier meinen Browser sehen. Und ja, jetzt kommen wir zu den Let's Read Comments. Bevor wir aber mit den Kommentaren beginnen, wollte ich hier noch irgendwas machen hier. Ihr seht hier gerade meinen Videomanager. Das ist ja alles hier kein Geheimnis. Ich halte das hier mehr oder weniger alles transparent für euch, denn ich wollte hier noch Werbung schalten. Genau. Ja, ich bin nämlich so ein Geldgeier, ich muss Werbung schalten, ne? Nein, natürlich das, was ihr immer gewohnt seid. Ach ja, falls, es gibt immer wieder, gerade bei den größeren YouTuber gibt es ja immer die Leute, die mir meinen, ich habe keinen Einfluss darauf, wie viel Werbung da kommt und so, und ich kann nichts für die 30 Sekunden. Und so weiter und so fort. Aber Leute, die
können was dafür. Guckt euch an, was sie alles einstellen können. Alle Geräte. Lange nicht überspringbare Werbung. Das sind die bösen 30 Sekunden. Oder das hier, ne? Könnte man aushegeln. Könnt ihr auch ich aushegeln, aber ich stehe wenigstens dazu, ich habe die drin. Weil ich behaupte mal, wenn man ein Video macht, das eine halbe Stunde oder manchmal eine Stunde geht, dann kann man eine halbe Minute Werbung ertragen. Und wenn nicht, dann will man das Video vielleicht auch gar nicht sehen. Ja, genauso wie es während den Videos auch Werbung geben kann. Ich finde das hier immer lustig, wenn da Leute mit ihren 12, 13 Minuten um die 4, 5, 6 Werbedinger reinmachen. Ich mache hier generell in solchen Dingern immer nur eins rein. Wir hören mal kurz rein, weil ich will mich ja nicht selbst unterbrechen, wenn Werbung kommt. Ey. Okay, da habe ich nur ey gesagt, keine Werbung rein. So. die sind ja immer zu unterbrechen. Und wollte ich euch nochmal gezeigt haben, ne? So sieht das für YouTuber aus, für Partner. Und wenn die sagen, ey, wir können nichts dafür, die können was dafür. Man muss nur ehrlich damit umgehen, ne? Das Einzige, wofür sie nichts können, ist der Inhalt der Werbung. Es sei denn, sie machen Product Placements, aber gut, wer das genauer wissen will, der kann mich ja mal auch anschreiben. Nee, also ich finde das absolut gerechtfertigt. Ich unterstütze YouTuber gerne, die guten Content abliefern. Das soll jetzt für euch kein Aufruf oder sonst wie sein. Wenn ihr einen Adblocker anhabt, ist es mir auch scheißiger. Ich wollte einfach nur mal für die, wo es interessiert, wollte ich das mitteilen. Außerdem, wenn wir schon mal sowieso hier so ein bisschen rumtratschen und so, dann will ich euch mal eben mal noch was zeigen. Wir fangen gleich an mit den Comments. Und zwar, es kommen immer wieder die Meldungen, man kriegt keine Mitteilung mehr darüber, wenn man jemand abonniert hat, kriegt man keinerlei Input hier auf der Startseite, von wegen neues Video hochgeladen. Ich persönlich habe das noch nie festgestellt. Ich sehe immer die neuesten Videos meiner Abos. Ich weiß nicht, aber gut, sollte das Problem wirklich präsent sein, dann gibt es ja neuerdings diese Glocke. Ich habe diese mysteriöse Glocke bisher noch nicht angefasst. Aber wenn man sie anfasst, dann sieht sie bimmelnd aus. Und dann müsste man auf jeden Fall da müsste man es auf jeden Fall mitkriegen, wenn die Person ein Video hochgeladen hat. Also solltet ihr Probleme haben damit, dann macht diese Glocke an. Vielleicht habt ihr Probleme damit. Übrigens ist der Heider ein super Typ. Ich finde, er ist genialer Typ. Nee, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Wir wollen eigentlich jetzt über euch reden und eure Kommentare. Darum geht's jetzt. Und eure Kommentare habe ich hier in diesen 1000 Tabs schon vorbereitet. Ich brauche mal was für die Kehle. Einen Moment. Ich sitze schon hier zu lange am PC heute. Die haben sich jetzt natürlich auch über die Monate hinweg angesammelt. Ich habe jetzt natürlich auch wieder ein paar rausgefiltert. Und aber es ist heute diesmal doch ein bisschen mehr Kommentare wie sonst, die ich vorlese, weil es, ne, schon lange keine Infoshow mehr gab. Und die können auch schon, wie hier zum Beispiel, 11 Monate alt sein. Ja, 11 Monate ist das schon her. Seit es keine Infoshow mehr gab. Die nächsten Let's Read Comments, die werden dann natürlich wieder ein bisschen aktueller. Aber nur weil sie älter sind, sind sie ja nicht unbedingt uninteressanter. Der Brother of Max, ist ein toller Name, der Brother of Max, ist der Bruder von Max Schlitzer. Der schreibt auch ab und zu mal unter meinen Videos, zum Beispiel bei Final Fantasy X-2, das Labyrinth von Bevel. Da hat er geschrieben, John, du verführst deine Gegner und machst sie danach an. Hätte ich nicht von dir gedacht. Ja. Es funktioniert bei Tombury nicht, es funktioniert allerdings bei verrückten lila Drachen und bei lila Hunden. Du bist sowas von toll! Das ist schön. Man muss ihn einfach dissen, hier und da. Es muss einfach sein. Danke, Brother of Max. Und ja, ich weiß, diese Zweideutigkeiten, die ich in den Let's Plays raushaue und die es auch zu Tausende in den Streams gibt, es tut mir leid, aber so habe ich das eigentlich nicht gemeint. Man wird es mir immer nachtragen. Zum Glück ist diese eine Zweideutigkeitsliste aus dem Livestream verschwunden. Da bin ich was dran weiter. Naja. Dann haben wir ein etwas kritischeres Kommentar. Da bin ich ja auch immer dankbar, solange es kein sinnlos Dingsbums ist, sondern richtige Kritik. Dann höre ich mir das gerne an. Nämlich zu Silent Hill Downpour zum Finale hat Natalie Hossang geschrieben: Hey, leider habe ich hier kein gutes Lob. Also zum einen kenne ich alle Spiele bereits seit Jahren. Zu den Spielen habe ich hier nichts zu sagen.
Zum Let's Play sind einige Dinge, die ich störend finde. Zum einen wird viel zu viel unnötig durch die Gegend gelaufene Dinge angesprochen, zu sehr erkundet, immer wieder das gleiche angesprochen, teilweise 3, 4, 5, 6 Mal und wieder zurück und nochmal umziehen und nochmal ansprechen. Das mir dann den Spielverlauf extrem und man bekommt kein spannendes Spielfeeling. Für Neulinge das Silent Hill Geschichte extrem schade. Des Weiteren wird auch zu viel auf unnötige Dinge eingegangen. Bilder ansprechen und dann selber seine Kommentare einbringen. Was hat das mit dem Bild auf sich zum Beispiel? Man bekommt von ihm gar nichts mit der Story, Spannung etc. mit. Gehen zu 100% verloren. Als nächstes sind einige Kommentare sehr unangebracht für einen Let's Player. Zum Beispiel 20 bis 30 Mal zu erwähnen, dass einen das Radio nervt. Alles in einem kommt kein Spielfluss auf das Feeling. Ist nicht, dass die Story kann nicht richtig wirken. Das macht großartige Spiele kaputt. Es ist eindeutig zu viel Kommentare. Zu viel von fast allem außer vom Spiel selbst. Man hat das Gefühl, nur den Let's Player quatschen zu hören, der sich über Dinge aufregt, von Folge 1 bis Folge 10 das gleiche. Man merkt deutliche Unterschiede zu den Let's Plays von SH1 bis 3 und den danach folgenden. Fails sind ja auch nicht das Problem. Es geht um oben genannte unnötige, übertriebene Dinge, die sich teils zu lange ziehen. 10 Minuten einen Raum zu erkunden. Sorry, aber das nervt immer wieder im Kreis, obwohl man sich schon angeschaut hat. Leider kann ich mir diese Let's Plays nicht weiter anschauen. Tipp für SH1 bis 3, danach nur noch nervig. Dieses Kommentar gilt für Personenrunde von 6 Mann, die es in der Freizeit lieben, Let's Plays zu gucken. Alle 6 Personen waren sich einig bei diesem Kommentar. Danke an dieser Stelle für Nathalie, also dafür, dass es dir so auf den Keks ging und du das dann im Finale dann nach dem Let's Play gepostet hast, was dann natürlich auch sehr wirkungsvoll ist für die, wo du warnen möchtest, weil die es dann auch fertig geguckt haben. Aber gut, das ist nur so eine Anmerkung meinerseits. Aber deine Kritik, die ich natürlich verstehe, die ist aber gleichermaßen auch ganz von vielen anderen Personen ist das ein Lob. Weil gerade, weil ich mich eben so extrem genau umschaue, weil ich zum Beispiel auf einmal ein Gemälde an der Wand sehe und mich hinterfrage, warum ist das da, was symbolisiert das und so weiter und so fort. Also ich nehme das gerne manchmal ein bisschen genau, ich beobachte meine Umgebung gerne genau, auch wenn es manchmal irrelevant ist und der Story nichts beiträgt, das stimmt schon, aber das ist einfach so das Problem, wo man, ich weiß nicht, bei SH1 bis 3 war ich da eigentlich nicht großartig anders. Und Downpour hat eben dazu eingeladen, vielleicht auch, weil es ein Blindspiel war für mich, hat noch mehr dazu eingeladen, dass man sich eben genauestens umguckt und dass man nichts verpassen möchte. Aber, davon mal abgesehen, wenn ich den Kommentar so lese, dann wärst du, Nathalie, beziehungsweise die, wo ihr zustimmt, halt wirklich besser bei einem Let's Player aufgehoben, der das Ganze ein bisschen mehr auf Walkthrough macht, der das so guide-mäßig zeigen will, der das auch flott macht. Davon gibt's ja zu Genüge auf YouTube. Aber ich habe mich dieser Spielart, sage ich mal, nie verschrieben. Und das werde ich auch nie. Weil ich einfach weiß, dass genau das, was hier kritisiert wird, andere wieder ganz toll finden. Und dem möchte ich einfach beibehalten, weil wenn ich einfach so ein Spiel runterrattere und mich auf das eigentliche Spiel nur konzentriere und das möglichst in einem angemessenen Tempo, und wenn ich mich dann zurückhalten muss, wenn mich halt das Radio 10-mal nervt, dann sage ich das halt auch 10-mal, weil das ist einfach so für mich der Couch-Effekt und dann will ich mich da nicht professionell zurückhalten müssen und dann mache ich das einfach so. Und ich weiß, das trennt die Geschmäcker, das ist zweifellos. Es ist auch überhaupt keine Kritik an so eine Meinung. Ich finde es gut, dass das mal so ausführlich geschrieben wird. Aber ich wollte halt nur dazu mal sagen, ich werde es aber trotzdem nicht so ändern, weil, ne, hab's ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich soll's ja jetzt nicht 10-mal sagen. Downpour vielleicht, also ich denke einfach mal, dass das, weil es eben blind war, hat es sich ein bisschen. Dann ist das Commentary natürlich ein bisschen anders. Dann kann ich das nicht so. Dann bin ich selbst überrascht. Dann muss ich selbst gucken, okay, was jetzt, wie jetzt. Und dann hinterfrage ich vielleicht natürlich mehr, weil ich es nicht besser weiß in dem Moment. Das ist halt ein Unterschied. Trotzdem möchte ich Horrorspiele, wenn möglich, lieber blind spielen mit euch, weil ich weiß, dass das einfach unterm Strich besser ankommt. Trotzdem, wie gesagt, danke für dieses Kommentar. Mit sowas setze ich mich gern auseinander. Und ja, machen wir einfach mal weiter mit Max Schlitzer.
der Bruder von Brother of Max. Max Schlitzer, einer der aktivsten Kommentarschreiber schon seit vielen, vielen Monaten. Vielen Dank dafür. Oh Mann, bei dem Sturm in diesem Spiel muss... es geht um Life is Strange, Part 61, also schon ziemlich weit vorangeschritten. Bei dem Sturm in diesem Spiel muss ich jedes Mal an das denken, was letztes Jahr ganz in der Nähe von meinem Heimatdorf passiert ist, nämlich auch ein Tornado, und als mein Vater und ich am nächsten Tag dort waren, haben wir das extremste Chaos gesehen, und das hat sich in einer Stadt, dass man sich in einer Stadt vorstellen kann. Deswegen kann ich die Angst, die Alyssa in dem Moment hat, auch sehr gut nachvollziehen. Zum Glück bin ich noch nie in einer vergleichbaren Situation gewesen. Ja, zum Glück, kann man dazu noch sagen. Wir haben es ja hierzulande noch relativ ruhig, wobei da auch immer mehr Meldungen kommen von Tornados und so. Aber ist natürlich eine extrem krasse Naturkatastrophe, und wenn ich in Life is Strange sowas gemeint habe, boah, das sieht so krass aus und so, das klingt vielleicht immer so euphorisch, aber natürlich ist es eine ernstzunehmende Katastrophe. Und ist ja natürlich dann schon erschreckend, wenn das dann auf einmal in der Nähe des Heimatortes passiert. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber nun gut, zum Glück ist ja nichts passiert. Zumindest dem Max geht's gut. Und hier sind wir bei Chrono Cross. Und da hat der Jojo was Schönes geschrieben. Hören wir es uns doch einfach mal an. Alles voll von Kisten und bösen Monstern. Ach, Undertale. Ein echt tolles Spiel. Umili hat es gleich wieder durchgesuchtet. Dieser Ring schon wieder. Total verwirrend mit diesen Wegen. Gerade mit zwei Ebenen. Ach, da tut sich ja wieder Großes auf. Hoffentlich lohnt sich der ganze Aufwand. Minute 36:17. Oh, wie ich nur noch ein lautes Piepen im Ohr habe. Darauf war ich nicht vorbereitet. Wie du Spyro einfach nur ärgern willst. Aber wir wissen es ja. John ist tief im Inneren ein böser, böser Mensch. Überlegt euch doch mal. Die Livestream-Bilder von den Mods. Die demütigenden Charakter bei Chrono Cross. Garys verschwiegener Feuerballzauber. Das ist bestimmt nur die Spitze des Eisbergs. Der Schmied hat keine Arbeit mehr, also will er einfach mit euch mitkommen? Ja, warum nicht? Habt ihr jetzt wirklich euren eigenen Schmied bekommen? Das wäre ja klasse. Super Part. Also wirklich, also das ist, werter Jojo, das ist jetzt wieder Kritik, ne? So brauchst du mir gar nicht zu kommen, das ist ja unerhört. Wann hab ich denn bitteschön Gary irgendeinen Feuerballzauber verschwiegen? Also bitte. Und Ilari? Oder Ilari? War die Wude? Na, die hat nichts Besonderes. Hier ist Marisa. Ah! Hey, ihr habt mich erschreckt! Ich muss mich erst sammeln. Okay. Kannst du irgendwas verkaufen? Nur Quatsch, du bist also die Bar-Wench hier, okay? Mhm. Hallo, Fremder, wie kann ich euch helfen? Was könnt ihr mir über euch erzählen? Vielleicht habe ich mal nicht richtig hingeguckt oder so. Und Spyro ist, das ist halt Spyro. Du bist sowas von tot. aber welches Piepen meinst du denn? Schauen wir doch einfach mal rein, was er meint. Das Ei, Vielleicht das große Ei? Aber es ist natürlich. Ja! Es gibt wirklich! Oh Gott, was passiert denn jetzt? Oh mein Gott! Es ist geschlüpft! Oh Gott, wie kann man das probieren? What a good sleep! Good morning! Ja, okay, es war vielleicht ein bisschen piepsig, aber wann schlüpft denn schon mal so ein ganz kleiner, süßer Drache? Und damit meinen wir nicht Spyro. Du bist sowas von tot. dann haben wir einen Kommentar. Habe ich gerade vorhin das Projekt gelesen? Es ging um Chrono Cross, aber das habt ihr ja gerade eben gesehen. Ich muss ja echt ein bisschen aufpassen, dass ich auch das Spiel dazu sage. Mann. Dann haben wir einen schönen Kommentar bekommen zu Final Fantasy X-2, zum Finalpart. Nämlich von Karadik LP. Guck mal, ich habe eine neue Funktion bekommen. Ich kann jetzt nicht nur Kommentare, die ich mag, anpinnen. Wobei ich das mittlerweile mehr bei meinen eigenen mache, wenn ich euch noch irgendwas Wichtiges mitteilen will. Nein, viel eher verteile ich jetzt Herzchen. Ist das nicht schön? Ich kann Herzchen verteilen. So. Okay. Ich finde, also Katrick LP hat geschrieben zum Finale. Ich finde FFX2 extrem underrated. Es macht unheimlich viel Spaß, meiner Meinung nach, wie die Message, die mitgegeben wird, ist auch wunderschön Liebe und Freundschaft.
Es war damals für Square der erste gewagte Schritt, eine offizielle Fortsetzung zu einem Final Fantasy zu bringen, und ich finde, es war kein Fehler. Gerade die Leute, die Final Fantasy 13.2 und 13.3 mögen, dürfen vom Erfolg von 13.2 danken. Klar, es ist teilweise etwas kitschig, aber ich finde, ein Spiel muss nicht immer traurig und todernst sein. Es muss nicht immer gleich eine schwere Tragödie mit tonnenweise Plotwitz, wie zum Beispiel FF7 bis 10, sein, sondern darf sich auch ruhig mal easy und positiv anfühlen. Ich selbst bin ein großer Fan der Final Fantasy Reihe und ich mag wirklich die meisten Spiele, leider nicht alle, auf ihre Art. Und Final Fantasy X-2 ist für mich definitiv ein Spiel, das ich auf meine ganz besondere Art mag. Vielen Dank für das Let's Play und die Mühe, die du dir damit gemacht hast. Das ist eine sehr schöne Meinung, werter Karatrick. Ja. Natürlich bin ich ein größerer Fan von den älteren FFs, die eben so, doch so ein bisschen mehr Tragödie und ultra krasse Plot-Twist etc. haben. 10.2 hat so eine girly-hafte Leichtigkeit, die mit der ich mich nicht 100% anfreunden konnte, aber ich hab's Let's Played, also werde ich mich wohl irgendwie doch mit angefreundet haben. Ich kann aber deine Meinung dazu schon verstehen, es muss nicht immer so schwer tragend sein. Es kann auch mal locker flockig einfach so ein Spiel sein. Und letztendlich hat's ja auch eine schöne Geschichte erzählt, zweifellos. 10.2 ist auf jeden Fall besser wie 13.3. Und tausendmal besser wie 12. Aber gut, das ist Geschmackssache. Machen wir weiter. Denn ihr seht, die Tabs, die hören nicht auf. Dann haben wir hier von Dennis Volkmann zu Let's Play Resident Evil Revelations geschrieben. Beste Folge ab... Ich habe übelsten Lachanfall. Kann das so oft anschauen, wie ich will und lieg immer am Boden. Ja, da will ich mal gucken, warum die Denise auf dem Boden liegt. Schauen wir uns das mal an. Ja, Freunde, ich werde jetzt... habe ich noch eine Bombe? Nein, ich habe auch keine Granaten, nichts mehr. Wo ist sie denn? Ich habe jetzt noch Goodies. Ja, wir werden jetzt messern. Wir werden die Frau jetzt abschlachten. Ja, ist mir egal, du dumme Bitch. Du, hör auf zu kichern, wenn ich dich töte. Oh, super, ey, das bringt's ja voll. Das bringt's hier. Komm schon. Kann ich... Man. Du, du, ich mach dich fertig, du. Komm her, komm her. Was ist so gedacht? Komm, komm, komm. Komm. Schon auf. Du willst mich nicht? Nein. Immer voll auf die Brust hier. Komm. Das muss doch dir doch wehtun, oder? Aua. Mir egal. Komm, steh auf. Scheiße. Mann. Dumme, dumme Bitch, ey. Okay. Alles. Alles gut, ja. Ja. Messern ist nicht so meine Stärke. Aber Rachel war ja auch ein Miststück, ne? Also sorry für die Ausdrücke teilweise. Und normalerweise gehe ich mit Frauen anders um, aber bei Rachel muss man definitiv eine Ausnahme machen. Zweifellos. Ja. Dann geht's weiter mit einem Kommentar von MJ Out zu Lost Odyssey, der Traum Nummer 5. Da wollte ich auch noch eine Sache sagen. Leute, wo ich jetzt vorhin bei den Ankündigungen die ganzen das ganze Gedöns hab, was wiederkommen wird und was jetzt wieder regelmäßig kommt. Ich habe einmal ja einen synchronisierten Lost Odyssey Traum gemacht und ich muss euch leider sagen, genauso wie diese Team Game Show, die ich mal angefangen habe, die zwei Formate, die sind auf Eis gelegt. Da habe ich momentan nicht so die Muße, das zu machen. Game-Shows natürlich, aber nicht diese Team-Game-Show, auch wenn die Idee an sich super war. Und vielleicht kann man es irgendwann nochmal komplett von vorne neu aufgreifen. Und Lost Odyssey, da fehlt mir momentan einfach der Zeitraum. Weil das will ich in so einer Perfektion haben, wie diesen einen Traum. Und das ist gar nicht so einfach, das so richtig schön hinzukriegen. Könnt ihr mir glauben. Wir haben zwar ein paar Träume aufgenommen, aber ich war nicht zufrieden mit dem Endresultat, was natürlich nicht an den Sprechern lag, sondern eher an meiner fehlenden Muße, das schön zusammen zu cutten und so. Hat irgendwie was gefehlt, ich weiß auch nicht. Aber na gut, jetzt habe ich sowieso keine Xbox mehr, jetzt könnte ich es eh nicht mehr aufnehmen. Also ich habe sie noch, aber die liegt oben auf dem Schrank. Ich habe keinen Bock, das Ding anzuschließen. Aber das interessiert jetzt eh keinen. Deswegen machen wir weiter mit dem Kommentar. Ich habe schon wieder Schluck auf. Von MG Out. Diese Geschichten sagen so viel mehr über den Keim aus, dass man manchmal das Gefühl hat, dass der Traumkeim nicht der Ingame-Keim ist, beziehungsweise dass der Ingame-Keim nur eine bloße Hülle ist. Wer seine Erinnerung verloren hat, ist dem wohl tatsächlich so, aber irgendwie scheint der unsterbliche Keim ja doch irgendwie gestorben zu sein, und das viele, viele Male.
Das ist sehr philosophisch ausgedrückt und wenn man darüber nachdenkt, da gibt es auch sehr, sehr viel Sinn. Natürlich jetzt nur für diejenigen, die die Story von Lost Odyssey kennen. Falls ihr die Story nicht kennt und japanische Rollenspiele mögt, dann müsst ihr dieses Spiel kennenlernen, mitsamt den Träumen. Mhm. Auf jeden Fall. Ich sag's ja immer wieder, auch wenn sich mal ein paar darüber aufregen, Lost Odyssey ist eigentlich FF12. So, ich hab's wieder gesagt. Jetzt machen wir weiter. wir haben noch einen Kommentar zu FF10.2, allerdings diesmal The Last Mission. Und da hat unser Alexander Wagner geschrieben, saubere Leistung, gutes Timing übrigens. Habe gerade Part 007 angeschaut, du lädst 008 hoch. Sag mal schon, was hältst du eigentlich von den aktuellen FF15-Hype? Viele Neuerungen, Anime-Serie, Kinofilm, Platino-Demo, der neue Soundtrack, Sprache komplett in Deutsch, Minispielen, nicht nur Ingames, sondern auch diverse andere Plattformen und hast du nicht gesehen. Das ist doch alles bestimmt nicht spurlos an dir vorbeigezogen. Denkst du, die machen da zu viel Wirbel um ein eher gutes Spiel oder ist das noch gerechtfertigt? FF15, ja, das ist so ein mittlerweile fast leidiges Thema. Ich habe mich ja unterm Strich gegen FF15 ausgesprochen. Ich bleib da aus einer Mischung mit Vorurteilen und Skeptik, bleibe ich da erstmal fern von dem Game. Ich habe mir selbst gesagt, ich hol's mir, wenn es vielleicht ein bisschen, auf der Softwarepyramide verschwindet. Nein, wenn es vielleicht minimal reduziert wird. Ich würde es gerne Livestream. Wie schon erwähnt, weil ich denke, im Livestream kann man nichts falsch machen mit dem Spiel. Wenn es mich langweilt, habe ich immer noch den Chat. Weil ich finde halt, wenn, und das habe ich schon aus mehreren Reviews und auch von Freunden gehört, wenn es halt zu 70-80% dieses Spiel daraus besteht, dass man Nebenmissionen macht. Gut, man muss die Nebenmission nicht machen, ist schon klar. Man könnte auch gleich Fast Forward machen. Aber wenn man eben so gepolt ist, dass man möglichst viel mitnehmen will, und das dann auch tut. Und dann fährt man halt ständig durch die Gegend und macht Nebenquests. Das ist halt so, das ist wie FF12. Da kann ich auch wieder auf Mobjagd gehen und habe auch genauso wenig Story. Ich will jetzt nicht wieder rumheulen und Mimimi machen, denn ich weiß auch von manchen Leuten, dass die viel Spaß mit FF15 haben, dass es auch seine Stärken hat. Der Anfang soll sehr träge sein, das Spiel soll aber dann in der zweiten Hälfte deutlich anziehen, das glaube ich ja auch alles und ich habe mir den Film angeguckt, Kingsglaive, der war gut, der hat mir echt gut gefallen und ich denke, dass diese Charaktere, auch wenn ich null Bock auf diese Boyband habe, aber gut, Augen zu und durch, ich glaube, es könnte mir dennoch gefallen, irgendwie. Ich werde es mir anschauen. Ich weiß nicht, ob es jetzt nochmal auf die Frage zu Alexander zu kommen. Ich weiß nicht, ob es das Ganze rechtfertigt. Vielleicht wollen sie es ein bisschen kaschieren, was hinter dem Spiel eigentlich steckt. Ich weiß es nicht. Man muss es einfach neutral betrachten. Das Kampfsystem soll ja auch ganz in Ordnung sein letztendlich. Ist nicht nur Taste gedrückt halten, so wie ich es in der Demo empfunden habe. Es soll ja dann doch nochmal deutlich anstrengender werden und man muss leveln und so. Wobei das Levelsystem, wo ich da schon gehört habe, dass man da doch sehr schnell leveln kann mit gewissen Mechaniken und so. Na gut, es sei mal dahingestellt. Ich werde es mir auf jeden Fall gönnen irgendwann und ich werde es mit euch spielen. Und dann können wir uns ja richtig so ein Bild davon machen. Ja. Es wird schon besser sein wie 13, 3 und 12. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, da bin ich mir sicher. So, weiter geht's. Dann haben wir nämlich ein wunderschönes Kommentar von Viandra zu einem meiner absoluten Lieblingsprojekte, die ich jemals gemacht habe, nämlich zu To the Moon zum Finalpart. Da hat sie Folgendes geschrieben. Hi John. Ich muss jetzt auch mal ein paar Worte loswerden. Ich habe die letzten Tage To the Moon genossen und ich muss sagen, es ist ein sehr gut gelungenes Let's Play. Mal anders, mit so verschiedenen Stimmen. Herrlich. Tyrephine und Ravenite haben echt mega toll gesprochen. Sie sind mit ihren Rollen total verschmolzen und das hat dem ganzen Projekt noch die Krone aufgesetzt. Natürlich waren die anderen auch gut, aber die beiden echt genial. Dieser Mr. Watts hat mir echt oft ein Grinsen ins Gesicht gezaubert. Echt super, Rabe. Zu Rosaline muss ich sagen, Tyra, du hast sie wirklich sehr gefühlvoll synchronisiert. Einfach herrlich. Zu der Story. Ich habe es nicht direkt gecheckt, was hinter dem Ganzen steckt. Aber das Spiel macht's ja auch klasse, dass man erstmal auf der Leitung steht. Wenn ich mir vorstelle, meine ganzen Erinnerungen löschen zu lassen, naja, ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Erinnerungen und Erfahrungen prägen einen Menschen. Und dann ist man vom Tod
ein ganz anderer Mensch. Also nein, ich würde es für mich persönlich ablehnen, denke ich. Schlechte Erfahrungen und seien sie auch noch so schlimm, gehören im Leben dazu und lassen einen Menschen meiner Meinung nach nur stärker werden. Verlust gehört dazu. Zu dem Soundtrack sage ich einfach nur schön. Also John und alle, die an diesem Projekt beteiligt waren, herzlichen Dank für dieses tolle Projekt und übrigens, Saiji hat eine mega schöne Stimme. Ja, vielen lieben Dank für dieses wunderschöne Kommentar und ich danke für das Lob und ich muss das Lob auch dann gleich weiterleiten, denn was da Tyra Fino und Raven Knight und all die anderen, die dabei waren, einfach geleistet haben an Herzblut und authentisches Synchronisieren, das war so geil. Nicht ohne Grund ist das immer noch mein Lieblingsprojekt, allein die Story, die dahinter erzählt wird. Es ist immer noch in der Mache, Teil 2, und ich werde immer noch daran festhalten, an den alten Cast, dass wir uns dann zusammensetzen und dieses wunderschöne Spiel, den zweiten Teil, der bestimmt auch ganz, ganz toll wird, das wird ihr dann auch zusammen machen. To the Moon, mein absoluter Favorit, wenn es um Sachen mit RPG Maker geht. Da kam noch nie nur annähernd irgendwas dran. Und falls ihr es nicht kennt, ist ja auch schon ein bisschen älter, das Projekt. Dann schaut es euch unbedingt mal an. Ich liebe es. Ja, danke Viantra. Oh, apropos Viantra. Sie hat mir so ein unglaublich schönes Geschenk gemacht, gerade vor wenigen Tagen. Und ich muss es natürlich auch mal kurz auf YouTube zeigen. Das ist so, wow. Also, vielen Dank. Das ist, das ehrt mich unglaublich, sowas. Ich freue mich einfach wie ein kleines Kind über sowas. Es ist einfach so, wow. Super gezeichnet. Und, allein der Aufwand dahinter und die ganzen Projekte, die da dabei stehen, ist echt gut. Meine Haare sind momentan ein bisschen kürzer, aber ansonsten ist das echt gut getroffen. Wow. Danke, danke, danke nochmal dafür, Viandra. Das hast du echt eine super Mühe gemacht und ich werde es hier, beziehungsweise ich habe es schon aufgehangen und bin sehr, sehr stolz darauf, wirklich. Danke. So, aber jetzt machen wir weiter mit, ja, das wird eine XXL-Folge, ich habe euch ja gewarnt. Es geht jetzt um Final Fantasy X, relativ am Anfang, Flug und Besegnung. Da hat der gute Shadow Shiranui geschrieben, an alle, die Jesus-Witze gerissen haben, schämt euch. Shame. Weil Yuna übers Wasser läuft, ja. PS, ein weiser Mann hat mal gesagt, bedauere nicht die Toten, bedauere die Lebenden und besonders all diejenigen, die ohne Liebe leben. Es passt sehr gut zu der schönen und dennoch traurigen Szene. Ja. Ich muss das tun, Leute. Wir spielen die Szene jetzt ein. Und weiter geht es mit Project Zero 2.
Part 25, Project Zero 2, was wir dieses Jahr letztes Jahr gespielt haben, kam gar nicht in meinem Rückblick bei den Fails, aber da habe ich irgendwie nicht so einen schönen Fail gefunden, weiß auch nicht. Naja, vielleicht habt ihr ja einen gefunden. Bin gespannt. Auf jeden Fall hat da die gute Anna geschrieben, beziehungsweise im Stream heißt sie Aniel. Auch wenn du meinst, du wärst orientierungslos und kopflos da unterwegs, nein, bist du nicht. Respekt, dass du die Flucht so super hinbekommen hast, als du dich im Schrank versteckt hast, musste ich kurz an The Crutch denken. Da musstest du dich ja auch irgendwann in deinem Schrank vor dem fiesen Klackermonster verstecken. Boah. Und diese Geräusche bei Project Zero 2, nach dem x-ten lauten Klopfen an der Tür musste ich dann doch mal die Kopfhörer aus dem Ohr nehmen, weil ich das Gefühl hatte, dass sich einer an mich ranschlich in die Wohnung. Und das will was heißen, ich bin sonst hart im Nehmen. Haunting Ground war übrigens auch ein super LP von dir. Da war besonders die Tatsache, dass die Verfolger einfach random aufgetaucht sind, sehr gruselig. Ja, da kann ich dir natürlich nur recht geben. Project Zero 2, auch ich bin abgebrüht. Auch ich bin abgebrüht, wenn es um Horrorspiele geht, aber Project Zero 2 reißt mich immer wieder. Das ist gut, im Let's Play ging's, da habe ich mich nicht so allein gefühlt, weil ich die ganze Zeit, ne, vor mich hingebabbelt habe. Das ist ja auch so eine Nervositäten Bewältigung. aber als ich das zum ersten Mal gespielt habe, ganz alleine, da ging mir so richtig die Muffe saufe. Da konnte ich auf einmal auch nicht mehr weiterspielen. Ich habe es ja im Let's Play erwähnt, an welchen Stellen. Das ging einfach gar nicht. Und Haunting Ground, gerade wegen diesen Random-Gegnern, man weiß einfach nie, wo sind sie gerade, was machen sie gerade. Oder durch irgendwelche Trigger-Effekte sind sie auf einmal da und jenes. Da konnte man sich nie sicher sein, egal wie oft man das Spiel spielt. Es ist jedes Mal anders. Und das ist einfach ganz, ganz schöne, große Horrorkunst, die du da ansprichst. Und ja, schön. Schön, dass du deinen Gefallen und vor allem deinen Grusel damit hast. Jetzt gehen wir rüber zu Dark Souls 3. Da hat Martin Sundermann geschrieben. Also, ich gucke deine Let's Plays, seitdem du wieder vor ein paar Jahren angefangen hast. Davor ja nur Gameplay hochgeladen. Ah, genau. Also, das ist ja ein ganz alter Hase und das wissen die meisten nicht. Ich habe 2009 hatte ich mal so die ersten 3-4 Monate, als ich mich bei YouTube registriert habe, und da hatte ich das technische Equipment noch nicht und ich wusste noch nicht mal, was Let's Plays sind. 2009 habe ich ein Resident Evil 2 Gameplay Videozeug hochgeladen. Also ohne Kommentierung, ohne Stimme. Das wurde auch ganz gut geklickt, muss ich sagen. Das war alles so im fünfstelligen Bereich. Allerdings habe ich das alles gelöscht, als ich mir dann 2011 gesagt habe, 2010, glaube ich. Nee, Moment, jetzt bin ich falsch. Stopp, nochmal zurück. 2006 habe ich mich auf YouTube registriert und 2007 habe ich die Resident Evil Game Throughs gemacht ohne Stimme. Und die habe ich dann aber alle gelöscht, als ich 2009 mit richtigen Let's Plays angefangen habe. So, und jetzt finde ich das echt krass, dass das überhaupt jemand mitbekommen hat, weil als ich die waren zwar im fünfstelligen Bereich, diese Resident Evil 2 Videos, aber ich hatte da ganze 36 Abonnenten. Ja, als ich mit richtigen Let's Plays angefangen hatte, hatte ich schon immer diese 36 Abonnenten Bonus. So Starterkapital, ne? Und Martin Sündermann ist einer davon. Du. Okay, jetzt hör mal auf damit. So, da du nur Gameplay hochgeladen hast. Bis jetzt war ich jahrelang ein stiller Zuschauer, doch schreibe mal was. Es ist immer wieder schön, deine ruhige Spielweise zu verfolgen. Du wirst es sicher wieder auf deine eigene Art schaffen. Drum spiel, wie du willst. Als erstes. Wer auch immer dir davon abgeraten hat, das Schwert mit Feuer zu durchwirken, es macht gerade für einen Magier Sinn, eine kleine Waffe mit einem Element zu durchwirken, da du wenig Stärke und Geschicklichkeit hast. Durch das Durchwirken machst du jetzt ausreichend Schaden, auch ohne Skalierung. Zudem kannst du wichtige Punkte in Intelligenz stecken. Magie ist in Dark Souls 3 zwar ziemlich für den Allerwertesten, muss ich eigentlich dagegen sprechen bis jetzt, aber okay. Pyro ist ziemlich mächtig, aber auch im PvP. Aber mit gewissen Magie-Buff-Items kann man einen Magier auch spielen. Drum lese immer die Beschreibungen. Später solltest du deine Waffen mit Magie-Elementen durchwirken. Doch Feuer reicht im Moment aus. Das neue Eisschwert ist ziemlich bescheiden und sehr schlecht. Vor allem für... Ich will nicht verrutschen. Elementar-Builds. Guck dir an, ob du die Waffen durchwirken kannst, bevor du dafür Skills oder sie gar aufwertest. Vielleicht wirst du
deine Meinung ändern, denn für Magier ist das Eisschwert nichts, es sei denn, du machst einen Hybrid-Build. Das Breitschwertfeuer ist für deine Zwecke aber besser. Ja, da kann ich dir mittlerweile, es sind ja auch schon ein paar Parts vergangen, aber ich muss aber ehrlich gestehen, ich glaube, ich könnte mit dem Feuerschwert die ganze Zeit rumrennen. Das kommt mir so gut vor. Und wie gesagt, Magie komme ich momentan auch super klar. Klar, eventuell möchte ich auch irgendwann mal so richtig mit Magie durchwirken. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht. Von Eis, das hat mich ziemlich enttäuscht. Habe ich bisher abgesehen, habe auch gar nicht das Bedürfnis, da nochmal was zu probieren. Und ja, danke da nochmal für deine Worte und ich werde weiterhin meine ruhige Spielweise auf jeden Fall beibehalten und wahrscheinlich auch mein Feuerschwert bis zum Rest des Spiels oder so, keine Ahnung. Mal gucken, wie lange es mir noch so effektiv und treu bleibt. Machen wir weiter, wir bleiben im Thema, nämlich Demon's Souls. Und das ist ein sehr interessantes Kommentar, nämlich von Martin Klaus, Demon's Souls. Da habe ich die, das ist ein Bonuspart, wohlgemerkt, also das gegenüber das... über den eigentlichen Durchgang hinaus, da wollte ich eben noch ein bisschen mehr vom Spiel zeigen, nämlich die Mephistopheles-Quest. So. Und da hat Martin Folgendes geschrieben. Ist ja ganz nett, dass du das zeigst, aber du bist doch Vollblut-Gamer, wie ich denke. Wie kannst du das dann tun? In einer Welt, die eh voller Blut trieft und hoffnungslos ist, dann noch auf die wenigen freundlichen Individuen töten, um einen Quest zu machen, angeboten wird. Oder um alles zu machen. Die arme Frau umbringen in Latrias Turm, die zu dir sagt, bitte kaufe etwas. Mach, damit ich nicht wahnsinnig werde und noch etwas verweilen kann. All die armen Seelen umbringen, um dieses Quest zu machen? Das ist unwürdig. Shame. Ich spiele seit C64 Zeiten, aber das könnte ich niemals. Mein Held in den Spielen bin immer ich. Und es ist meine Geschichte. Und die schreibe ich. Auch wenn es nur ein Spiel ist. Aber in dem Moment ist es meine Welt. Und ich entscheide, wer stirbt. Wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Man kann in Bioshock die kleinen Mädchen töten, um leichter zu gewinnen. Aber so würde ich nie gewinnen wollen. Die Frage ist, was ist Gaming für einen? Welche Bedeutung hat es für einen? Für mich ist es eine alternative Welt, in der ich das sein kann, was ich möchte. Aber jemand, der willkürlich tötet, für welche Belohnung auch immer, so einer möchte ich nicht sein. Du hättest bei mir einiges gewonnen, wenn du das letzte Quest weggelassen hättest. Schon. Wow. Wow, Martin. Das hat gesessen. Ich muss schon sagen. Ja. dein Vollblut in allen Ehren, aber es war ein Bonuspart. Ich hatte das Spiel. Nach meinem Vollblut, nach meinem skillarmseligen Möglichkeiten, nach meinem Geschmack habe ich es schon durchgespielt. Mit meinen Entscheidungen, mit den Konsequenzen. Und dann gibt es eben diese Sparte-Bonus-Part, wo ich mir sage, ja, aber was wäre, wenn wir so und das und jenes tun würden? Wenn wir halt mal vielleicht böse wären, oder wenn... Einfach nur, um zu zeigen, guck mal, was in dem Spiel noch möglich ist. Da steht's. Bonuspart. Das bedeutet, das Spiel war schon abgeschlossen. Ich wollte nur mal zeigen, was ist noch möglich. Aber darf ich denn sowas nicht zeigen? Ich fand das durchaus interessant, was man noch so machen könnte. Und ich würde es niemandem raten, das in seinem Durchgang zu machen, weil dann die NPCs nun mal fehlen und man hat keine Vorteile mehr daraus. Soweit stimme ich dir ja zu, aber ganz ehrlich... Man kann es auch übertreiben. Ich wollte das doch nur mal zeigen. Aber trotzdem, danke. Ich fand den irgendwie gut. Komm, der kriegt ein Herz. So. Ich finde das gut. Sagt man, nehme ich eigentlich überhaupt noch auf? Nein. Doch, natürlich nehme ich auf. Alles gut. So, weiter geht's. Wir kommen auch langsam... Oh, guckt, da kommt langsam ein Ende. Naja, fast. Aber das ist noch nicht das Ende der Infoshow. Wir bleiben beim Thema Demon und Dark Souls. Da hat der Gongon, beziehungsweise der Gonzo was Schönes geschrieben. Sehr interessante Gespräche. From Software muss diesen Cast gehört haben. Bruger sagt, jeder kocht sein eigenes Süppchen, gleich Estus-Suppe. Ich fände ein Dorf als Hub auch ganz schön, gleich Majula. Bloß keine Aliens und Laser hinzufügen, gleich Bloodborne. Ja, Mensch, da könnt ihr wirklich was dran sein, oder? Nein, natürlich nicht, aber ich finde, den Zufall dahinter schon ein bisschen lustig. Ich sollte öfters Podcasts machen, mal gucken, ob sich From Software vielleicht doch noch zu einem Dark Souls 4 überreden lässt.
Nein. Aber trotzdem danke für das schöne Kommentar. Das fand ich doch sehr amüsant. So, dann haben wir hier wohlgemerkt unter Chronokos geschrieben. Nämlich vom guten Jonas Senftel. Was ist eigentlich besser, Chronokos oder Chrono Trigger? Weil wenn PC geht, naja, bin ich so sicher, aber neben Shrek 2 und danach Ratatouille kommt ein RPG, Xenoblade Chronicles und FF9 und danach, naja, eins von beiden. Was? Okay, also soweit wie ich noch mitkam. Was ist besser? Chrono Trigger ist auf jeden Fall besser. Weil wenn PC geht, naja, bin ich so neben Shrek 2. Ich sag einfach mal FF9. Und Shrek. Ja. Manches sind ein bisschen anstrengend. Aber egal, danke für deinen Kommentar, Jonas. So, oh Gott, Alexander Wagner hat wieder reingehauen, nämlich zu dem Let's Talk About 2016, die E3 Spiele-Hits, ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber das Thema ist immer noch aktuell. Da wurden ja ein paar Spiele gezeigt, die jetzt so langsam erscheinen oder noch erscheinen werden. Erstes Spiel, da ging es um, Moment, habe ich das hier vielleicht drin? Ja, genau, Days Gone, damit wir auch wissen, worüber er redet. Also, wir haben hier über VR, Days Gone, Detroit Become Human und Final Fantasy XV gesprochen. Dazu hat Alexander geschrieben. Zombie-Spiele, Horror-Games? Nee, danke, spiele ich nicht, weil ich noch nie Spaß damit hatte. The Last of Us war das einzige, bei dem ich mich, aber nur wegen der, meiner Meinung nach, geradezu perfekten Storyline, durchgezwungen habe. Aber Geschmack lässt sich über Geschmack lässt sich streiten. Also nehmt mir diese Bewertung bitte nicht übel. Zweites Spiel sieht ja schon eher interessant aus, obwohl ich bisher kaum mit Spielen dieser Art in Kontakt kam, außer durch Johns LP. Wäre das doch durchaus was für mich. Dieser Android scheint wohl besondere Fähigkeiten zu haben, wie man am Anfang gleich mit seinen Münzwurfkünsten erkennt. Die große Auswahl an Szenarien, filmreifer Ablauf der kurzen Handlungen, die man sehen konnte, und eine nicht gerade schlechte Grafik, sind schon mal ein Anreiz, mehr davon sehen zu wollen. Bin genau wie ihr sehr gespannt, was da auf uns zukommt, und würde dafür sogar eventuell meinen Geldbeutel zücken. Drittes Spiel, also es ging gerade um Detroit Become Human, das Spiel soll ja auch bald irgendwann mal dieses Jahr kommen, freue ich mich schon sehr drauf, das ist von Quantic Dream, den Machern von Heavy Rain und Beyond Two Souls. Das werden wir auf jeden Fall uns reinziehen. So, drittes Spiel. Vorab sei gesagt, ich kenne durch eigenes Durchspielen und schon LPs mittlerweile alle Final Fantasy Teile ab Teil 5, sogar die beiden Online-Schrottteile, die ich in dieser Werbung nicht dazu zählen möchte, habe ich ausprobiert. Der 14. Teil hat sich dank gefühlten 1000 Pets aber mittlerweile zu einem schönen Online-Spiel entwickelt. Wirklich enttäuscht hat mich keiner. Ein paar geringe Gefühlsdowns gab es bei Final Fantasy 12, yes, und Final Fantasy 13 Lightning Returns, yes. Vorab abgeschlossen. Mhm. Ich bin doch jedes Mal über diese Meinung nach neu gezüchtete Generation verwundert, der Leute, die sich über das Kampfsystem in einem Spiel aufregt, das so unglaublich viel mehr zu bieten hat als nur Kämpfe. Erinnert mich irgendwie an die WoW-Spieler, die World of Warcraft angefangen haben zu hassen, weil sie Raid-Kämpfe zu einfach geworden sind. Wir reden hier von Final Fantasy und nicht von Counter-Strike Teil XY, bei dem alles nur vom Kampf abhängt. Natürlich gehört das Kämpfen in so einer Welt dazu, um voranzukommen, aber es gleich die Kämpfe sind scheiße, mag ich nicht in die Schublade zu werfen. Was Square da wieder einmal auf die Beine gestellt hat, ist wirklich beachtlich. Und ich mag dieses Spiel schon jetzt, obwohl ich nur beiden Demos und nahezu alle Trailer gesehen habe. Für die Strategiker, zu denen ich auch gehöre, wurde außerdem der Wait-Modus hinzugefügt. So könnt ihr schön eure durchdachten Kampfsituationen abgleichen, durchdenken. Das ist doch schon mal ein fairer Kompromiss. Für die Kämpfe sind scheiße, mag ich nicht mehr, Leute. Und wer das Spiel nicht immer noch nicht mag, sollte sich fragen, ob er Rollenspiel mag oder die gleiche Einstellung dazu hat, wie ich zum ersten Spiel in diesem Beitrag. Ja, danke nochmal, da haben wir nochmal das FF15-Thema größtenteils aufgerissen. Und das ist wirklich erfreulich, dass es einen Raid-Modus gibt. Ich habe das auch schon, jetzt, wo das fertige Spiel draußen ist, habe ich auch die Bestätigung bekommen, dass es das immer noch gibt. Wahrscheinlich werde ich mit dem auch spielen, damit es einfach ein bisschen strategischer hoffentlich ablaufen wird. Ich bin schon sehr gespannt, ob der sich dann schön traditionell anfühlt. Aber abwarten. Ich will mein Urteil erst bilden, wenn ich es gespielt habe. Ich habe zwar viel Vorkritik hinterlassen, aber das muss man nicht so ernst nehmen bei mir. So,
Boah, das war ein bisschen langer Text, aber naja, da muss man durch. Jetzt kommt noch was sehr Interessantes, nämlich vom Sasuke Fanboy. Auch da haben wir über die Spielehits gesprochen. Speziell jetzt auf das Kommentar auf Death Stranding, das neue Spiel von Kojima, wo wir diesen skurrilen Trailer gesehen haben. Vielleicht zeige ich den gerade im Hintergrund, während ich vorlese, mal gucken. Auf jeden Fall hat dazu Sasuke Fanboy geschrieben, die beste Theorie zum Death Stranding, die ich las. Der Teaser, wir wissen ja noch nicht viel, also wir kennen ja bisher wirklich nur diesen Teaser. Der Teaser war kein Teaser, sondern eine verschlüsselte Botschaft. Reedus stand im Teaser für Kojima selbst. Das Baby für Kojimas Baby, Silent Hills, das von Konami abgetrieben wurde. Die schwebenden Figuren am Ende des Teasers sind die 5 Mitglieder des Konami-Vorstands. Das ist eine sehr geile Theorie, muss ich zugeben. Sie ist zwar nicht unbedingt... Ich weiß nicht. Also, ganz ehrlich, man weiß von dem Spiel ja auch wirklich noch gar nichts. Man weiß, das Einzige, was man weiß, dass man es irgendwie miteinander spielen kann. Es soll actionorientiert sein. Aber dieser Trailer, dieser Teaser... Und ganz ehrlich, also so abgehoben, wie die Theorie klingt, aber zu Kojima wird es irgendwie passen. Ist aber ohne Mist. Wer weiß. Auf jeden Fall, das fand ich doch sehr interessant. Muss geherzt werden, so. Yay, es geht weiter. Apropos Kojima, wir machen jetzt weiter mit Metal Gear Solid 3. Beim ersten Part... Ach ja. ihr wisst ja, wie viele gehypt waren auf Metal Gear Solid 3. Und da gab es wirklich sehr, sehr interessante Kommentare. Aber ich habe mir das eine ausgesucht vom guten Visual Wolf. Er hat geschrieben, zu dieser ersten Stunde von Metal Gear Solid 3, ich bin so froh, dass es endlich kommt. Aber die doppelte, Klammer zu, eckige Klammer zu, am Ende des Titels, des Videos, stört mich. Ja, ihr wisst schon, was er meint. Mein Titel, der sowieso viel zu lang ist, aber wenn ich reinklicke... Mittlerweile habe ich es auch schon weggemacht. Ich war so voller Scham. Hier, an genau der Stelle, ich zeige die Sünde nochmal. So sah es aus. Ja, so sah der Titel aus. Visual Wolf hat das gestört. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz aufrichtig nochmal bei dir entschuldigen, dass mir so ein Fehler unterlaufen ist. Es tut mir wirklich leid. Ich hab wirklich mir so Mühe gegeben mit der Aufnahme, mit der Tonabmischung, mit der Qualität. Ich wollte es so schön haben. Aber das ist unverzeihlich. Ich weiß, dass es dich gestört hat. Es tut mir so leid. Ich hoffe, du hattest trotzdem irgendwie deine Freude an dem Part. Ich mach's auch schnell wieder weg, beziehungsweise ich klicke auf Abbrechen. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Viandra! Viandra wird bestimmt wieder was Schönes zu sagen haben. Hören wir mal rein. Hi, John. Ich muss echt sagen, dass Dreadout kein billiger Abklatsch von Project Zero ist. Das hat das Spiel wirklich nicht verdient. Im Gegenteil, es ist auf seine eigene, bizarre Weise wirklich grandios inszeniert, auch wenn sich hier die Meinungen teilen. Die Ideen, die in dem Spiel stecken, sind wirklich gut umgesetzt. Ich habe bis jetzt alle Akte verfolgt und finde, die Steigerungen sind echt gut spürbar. Die Geisterpferde im letzten Part waren creepy, vor allem die Reiterin. Und dann jetzt die hübsche Lady, die wirklich hübsch ist. Einfach klasse mit ihrem Gesang. Die Puppen, wo es nur die eine Ware gibt, auch saugut. Ich freue mich auf den nächsten Part und werde auch weiterhin der Dreadout-Reihe treu bleiben. Da könnten sich manche Entwickler eine Scheibe von abschneiden. Ja, vielen Dank, Viandre, zu deinem Kommentar zu Keepers of the Dark Dreadout. Und ich kann dir nur zustimmen, ich weiß, dass Dreadout immer so... den Geschmack spaltet. Viele sind einfach der Meinung, dass Dreadout billig ist und lame und was weiß ich nicht alles. Ich kann's nicht nachvollziehen. Ich finde, das hat einfach von der Atmosphäre her macht es so viel richtig, dieses Dreadout. Und ich werde das weiterhin mit meinem Leben verteidigen, genauso wie Project Zero. Für mich sind das ebenbürtige
geniale Spiele. Dreadout kann sehr, sehr viel und ich bin immer wieder froh, dass die Entwickler sich da auch nicht unterkriegen lassen und da immer wieder was rausbringen. Gerne mehr davon. Die haben's drauf, zweifellos. Und vielleicht werden wir irgendwann demnächst hoffentlich mal wieder ein Dreadout spielen. Ich würde mich freuen. Ansonsten gibt's ja irgendwann auch Project Zero 3. Das wird fast blind für mich. Das wird bestimmt auch lustig. So, dann haben wir hier Chrono Cross vor uns. Oh, der Visual Wolf, da hat er mal wieder was geschrieben. Ihr wisst noch, da bei Metal Gear, wo er so kritisch war. Etwas unkritischer war er hier bei Chrono Cross. Da ging's nämlich um die Frage, die ich öfter stelle, nämlich dieses Item-Management. Ihr kennt das auch bei Dark Souls oder generell bei Rollenspielen. Wenn man dann einfach mal einen Part braucht, um alles... ja, erstmal zu sortieren, verkaufen, verwalten etc. Soll das in einem Let's Play drin sein oder eher nicht? Ich frage das gerne nochmal allgemein, ihr könnt auch gerne darauf antworten. Visual Wolfs Meinung war es, wenn ich mir ein Let's Play zu einem Spiel anschaue, dann möchte ich auch möglichst viele Facetten des Spiels sehen. Dazu gehört auch dieses logistische Zeug. Und wenn es langweilig oder nervig ist, es gehört nun mal dazu. Gut, das kann ich so annehmen. Das haben auch viele andere bestätigt bisher. Baldur's Gate ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich das immer wieder frage. Und die meisten sind sich da auch einig, dass das reingehört. Das finde ich gut. Sollte es euch trotzdem irgendwann mal auf den Sack gehen oder irgendwas anderes, dann schreibt es mir. Weil, wie gesagt, ich nehme hier auch gern ernstzunehmende Kritik auseinander. Ich mache mich dann auch nicht drüber lustig. So wie bei dem einen Dingens bei Silent Hill Downpour. Ich finde sowas gut. Also da kann man ruhig drüber reden, wenn euch irgendwas auf den Sack geht, dann, ne, haut's raus. So, jetzt sind wir bei Dark Souls, dreimal wieder. Da hat der Jim Kurt geschrieben, es ging über den Badespaß im schwellenden See. Was für ein Kontrast zu Garry's Rage Souls. Ihr macht beide die unterhaltsamsten Dark Souls 3 Let's Plays. Vielen Dank. Aber jetzt bin ich neugierig, wieso Rage Souls bei Garry. Gucken wir doch mal rein. Ja, zaubern. Zauber. Zauber ruhig, wie du willst, du Penner. Ich mach dich fertig. Zaubern kannst du mir gar nichts, du Arsch. Stirb! Stirb! Das ist die zweite Phase. Willst du mich verarschen? Willst du mich echt rollen? Er hat sich gerade voll... Nee, Leute, den mache ich nicht. Nein, ich weigere mich. Wenn ich irgendwas mache, dann wird der Typ mit einem befreundeten Spieler gemacht. Nein, ich weigere mich. Ich weigere mich absolut, diesen Boss anzuerkennen. Nein. Nö, ich werde den nicht machen, Leute. So, ich werde mir dafür wieder eine Chaoskarte holen und vielleicht noch jemand anderen. Vielleicht kommt Nadinchen ja auch noch dazu, weil nein, ich weigere mich. Es ist vorbei. Pff. Ganz ehrlich, das finde ich eine Frechheit, dass der zwei Phasen hat. Der ist so arsch, so unglaublich ekelhaft in seinen Kampfpatterns. Und dann soll man noch eine zweite Phase aushalten. Wahrscheinlich hat er nur noch mit dem Schwert gekämpft, ne? Aber da habt ihr gesehen, was der für Kombos raushaut. Und nö, Leute, da weigere ich mich heute einfach. Nö. Mal gucken, wann der nächste Part kommt. Wenn ihr das hier seht, ist vielleicht schon genug Zeit vergangen, dass ich mich wieder da mit abfinde und da irgendwie versuche, auch noch was zu machen. Aber ganz ehrlich, erstmal nö. Ich bin erstmal angepisst und ja. Okay. Ja. Ja, aber ist doch schön, wenn du den Kontrast feierst und es freut uns natürlich, dass du Spaß an unserem Let's Play hast. Ja Mensch, und jetzt noch ein sehr, sehr aktuelles, ihr habt schon gemerkt, ich habe das Feld von hinten aufgeräumt, ein relativ aktuelles Kommentar kommt jetzt auch noch, nämlich mal wieder vom guten Jojo, der hat bei meinem Adventskalender Türchen 16 zu Here They Lie, zum ersten Mal so richtig VR. Auf meinem Kanal hat er nämlich folgendes Feedback hinterlassen und das hören wir uns mal an. Oho, deutsche Sprachausgabe wird ja leider immer seltener. Finde es nicht schlimm, dass es nun keine Facecam geben wird. Ich finde es durchaus ja sehr interessant, durch die VR-Brille in etwa zu sehen, worauf dein Blick fokussiert ist. Dieser dadurch automatische Wackeleffekt ist vergleichbar mit dem aus Outlast und macht das Ganze zumindest in meinen Augen nochmal einen Tick realer. Was ich jedoch etwas verwirrend finde, beziehungsweise wo man erst wieder umdenken muss, sind die 180-Grad-Drehungen. Du weißt ja, wann du das machst. Als Zuschauer bemerkt man es erst und kann dann erst anfangen, umzudenken. Ich kann mir schon vorstellen, dass es mit Brille unglaublich genial aussieht.
Es ist schon eine sehr eigenartige Umgebung, wo du gelandet bist. Ich sehe dem Ganzen ja sehr gespannt zu. Ein bisschen hat man das Gefühl, im Kino zu sitzen. Mit der Orientierung ist es nicht leicht, und diese Wesen machen es auch nicht besser. Es ist zwar schön, wenn alles ein bisschen rätselhaft aufgebaut ist, aber zumindest in diesem Einblick war es mir etwas zu Fragen aufwerfend. Abgesehen von der letzten Szene würde ich mir da zwischendurch noch etwas mehr Informationen wünschen, warum man in dieser merkwürdig aufgebauten Welt ist. War ein interessanter Einblick. Ja, vielen lieben Dank, Jojo, für dieses Feedback. Das war mir nämlich auch ziemlich wichtig, denn wie ich ja schon bei den Let's Shows gesagt habe, ist das natürlich meiner Meinung nach ziemlich schwierig rüberzukriegen, rüber zu transportieren, sozusagen. Weil man... Es ist halt, wie gesagt, mit Facecam finde ich es absolut dämlich, weil man hat eben keine Gesichtsausdrücke von dem Let's Player gerade. Man sieht einfach nur einen Typ mit Brille. Und dann ist es eben so, für mich kam das einfach zu überspitzt, zu Geschauspieler drüber, wenn ich mich da dann erschrecke, was ich aber wirklich tue, weil es eben durch die VR-Brille deutlich intensiver und gruseliger wirkt. Was aber ich der normale Zuschauer einfach nicht so wirklich erkennen kann. Und deswegen... generell von Facecam habe ich ja sowieso abgesehen, aber auch da gab es noch so kleine Spielelemente wie eben diese Einblendungen, diese Überblendungen. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine 180-Grad-Drehung mache oder kleine Drehungen, dann blinzelt man ja. Und ja, ich habe es mir schon gedacht. Einen Moment bitte. Ja, sorry, ich wurde gerade unterbrochen. ja, also wie gesagt, danke für die für das Feedback. Ich möchte in den folgenden Let's Plays, sprich Resident Evil 7, werde ich es auf ein Minimum begrenzen, diese Drehungen zu machen. 180-Grad-Drehung geht in dem Spiel eh nicht. Und anders wie bei Here They Lie, fand ich es auch besser gelöst, weil die Überblendungen kürzer sind. Trotzdem kann ich absolut nachvollziehen, dass es für einen Zuschauer ein bisschen anstrengend ist, dieses Blinzeln, sag ich mal, einfach so hinzunehmen zu müssen, was man normalerweise im Spiel halt, ne, mit der Maus oder sonst wie machen würde. Und da hat man eben diese Ablehnung, damit man sich schneller dreht. Und ich versuche das aber auf ein Minimum zu reduzieren. Oder zumindest, dass ich es vielleicht ankündige, wenn ich es tue, damit ihr nicht so ganz orientierungslos dann seid. Das ist wirklich das einzige Problem, was ich in der Sache noch sehe. Ansonsten denke ich, dass der Funke ganz gut rüberkommt. Ich meine, gerade bei Resident Evil 7, bestes Beispiel, wenn man da die Demo ohne VR spielt, dann sieht man da zum Beispiel diese Badewanne. Aber mit der VR-Brille kann sie sich halt vorducken, also mit dem Kopf vorgehen, und dann kann man zum Beispiel auch hinter dem Duschvorhang kann man dann eben auch gucken. Und das ist einfach so ein Feeling, das finde ich ziemlich cool, und das könnte auch für euch interessant sein. Aber eben wegen diesen Überblendungen, wie gesagt, das wird ein Minimum. Aber ganz ausschließen kann ich es halt in brenzligen Situationen leider auch nicht. Auf jeden Fall vielen Dank für dein Feedback, Jojo, und auch für natürlich an all die anderen, die dazu mir schon ein bisschen was dazu gesagt haben. Den meisten gefällt's, und ja, wie das dann so dauerhaft abgeht, sehen wir dann bei Resident Evil 7. Danke dafür. So, und jetzt haben wir noch ein Kommentar von Max Schlitzer mal wieder. Yoshi's Island Super Mario World 2, der Finalpart. Auch da haben wir einen schönen Kommentar dazu bekommen. Nämlich, unfassbar, wie Freude und Trauer nah aneinander liegen können. Freude darüber, diesen klasse inszenierten Bosskampf zu sehen. Trauer darüber, zu wissen, dass dieses Spiel leider durch ist. Aber es gibt ja zum Glück noch die Bonusparts, und danke für die Grüße. Ach ja, für mich war der beste Kampf gegen Bowser, war es der beste Kampf gegen Bowser, was war für dich der beste? Ich habe es ja auch da schon geschrieben, ihr könnt das selbst lesen. Ich fand zum Beispiel den in den Bauch des Frosches super, oder auf dem anderen Planeten und viele, viele mehr. Also die Inszenierung hatte Super Mario Bros. 2 wirklich definitiv drauf. Aber worauf ich jetzt bei dem Kommentar eigentlich hinaus wollte, war auf den ersten Satz, weil das ist immer dieser Spagat, ne? Man denkt sich, ah ja, yay, Spiel ist durch, auf zum nächsten, aber irgendwie, oh nein, das Spiel ist durch. Wenn ich bei Yoshi sehr viel geflucht habe, und man hat es ja auch in der Fail-Dingsbums gesehen, dass da ganz viele schlimme Momente gab und so weiter und so fort. Aber ich fand das Spiel trotzdem gut. Ich kann mich nur halt schnell aufregen bei Jump'n'Runs, das ist einfach so. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich mache ja nicht aus Spaß jetzt hier noch die
Oder weil ich auf Schmerzen stehe, mache ich hier jetzt nicht die Bonusparts noch mit den extra Speziallevels. Nee, die will ich machen, weil ich einfach Bock drauf habe. Und weil das Spiel einfach toll ist. Und ich mag die Levels, ich mag einfach das Drumherum. Und ich freue mich auf die Bonusparts, die da noch kommen werden. Muss ich mal mit Slayer die Tage noch reden. Und ja, so viel dazu. Aber es ist auch immer wieder schade und traurig einfach, wenn sowas endet. Keine Frage. Ich kann das schon sehr gut nachvollziehen. Jo. Und jetzt haben wir noch ein wunderschönes Kommentar von der werten Milli Vanilli. Die hat nämlich Silent Hill 4 The Room, was wir momentan noch spielen, eigentlich perfekt zusammengefasst. Und das hören wir uns jetzt mal an. Das Problem, was Silent Hill 4 The Room hat, ist im Grunde nur, dass man dem Spiel eben den Titel Silent Hill aufgezwungen hat. Das Spiel ist vom Prinzip nicht mal wirklich schlecht, denn eigentlich würde es sich ganz anders anfühlen, beziehungsweise hätte sicher andere Bewertungen bekommen, wenn man es als eigenständigen Titel veröffentlicht hätte. Da es sich aber so mit den vorherigen Titeln der Serie vergleichen lassen muss, bekommt es halt nur auf den Sack und das ist ganz unvoreingenommen wirklich traurig. Und ich halte mich da sicher nicht außen vor, denn ich fluche auch sehr viel über diesen Titel. Denn Anleihen etc. hätte man auch so in das Spiel packen können, ohne ihm deswegen gleich so einen großen Namen aufzuzwingen. Das wäre unterm Strich ganz cool gewesen und man hätte sich sicher über diese ganzen Easter Eggs gefreut. Doch so fühlt sich Silent Hill Room am Ende wie eine beschwerliche Reise an, die man eigentlich nie machen wollte und bei der man an bestimmten Zwischenstopps alte Verflossene wieder trifft, die zwar in einem nette Erinnerungen hervorrufen, aber die Tatsache nicht besser machen, dass man diese Beziehung hätte nie führen sollen und so am Ende alles nur noch super unangenehm ist und man am liebsten im Boden versinken wollte. Ja, vielen lieben Dank nochmal für dieses Kommentar, also das trifft es einfach so punktgenau, ich kann das einfach nur unterstreichen, jeden einzelnen Satz, sehe ich absolut genauso, viel mehr brauche ich dazu gar nicht sagen, weil, perfekt, danke für das Kommentar, aber ich freue mich, dass sehr, sehr viele mit diesem Spiel Spaß haben, hätte ich gar nicht so gedacht, aber vielleicht wollen sie mich einfach nur leiden sehen, das könnte natürlich auch sein. Gut, Freunde, wir sind jetzt am Ende angelangt. Ich glaube, ich habe am Anfang der Infoshow mal erwähnt, dass da noch so eine Dankesrede kommt. Aber wenn ich mir so die Länge der Infoshow angucke, das machen wir das nächste Mal. Weil, ganz ehrlich, die Dankesrede, die ist auch nicht gerade klein. Und Danke kann man immer sagen, nicht nur am Ende, beziehungsweise am Anfang eines Jahres. Deswegen heben wir uns das für die Februar-Ausgabe aus. Ja, ich habe das wieder in einem monatlichen Format geplant, erstmal. Die nächste Infoshow wird definitiv weniger Info, mehr Show. Heute hatten wir es genau andersrum, was einfach bitter nötig war nach 10, 11 Monaten. Nee, wir machen in der nächsten Infoshow im Februar, machen wir mehr Showformate. Da gibt's nämlich noch einige. Zum Beispiel Johnny vor 2 bzw. 3 Jahren. Also ich werde mal wieder so einen kleinen Klassiker vorstellen, was ich damals Let's Played habe. Es gibt da auch noch die ganz uralte Sparte, wird wohl kaum keiner mehr kennen, nämlich Johnny stellt vor. Da rede ich mal über andere Let's Player, also natürlich so ein bisschen Promotion-mäßig. Und was hatten wir denn noch? Vielleicht wieder ein Let's Read Comments, aber dann in einem absolut knackigen Format, vielleicht so 15 bis 20 Minuten. Weil, ne, das hat sich jetzt hier angesammelt ohne Ende. Normalerweise sollte das nicht länger gehen wie eine Viertelstunde, das sind 20 Minuten. Natürlich dann die Dankesrede noch, die kommt dann ganz zum Schluss, weil da will ich einfach mal Danke sagen, weil wir mittlerweile in den 6 YouTube-Jahren über 5 Millionen Aufrufe haben und ganz viele tolle Abonnenten und unglaublich treue Zuschauer und Kommentarschreiber. Und da will ich einfach mal ein ganz fettes Danke loswerden und jeden, also nicht wirklich jeden, aber ganz, ganz viele einzeln mal ein bisschen ansprechen und ein paar Worte über diese einzelnen Leute verlieren. Das habe ich zum Teil schon im letzten Livestream gemacht, vergangenes Jahr. Und das möchte ich in einem noch größeren Ausmaß dann in der Infoshow machen und das würde den Rahmen heute definitiv sprengen. Deswegen das nächste Mal. Ja, und dann gibt es natürlich noch unser kleines Gewinnspiel, wo ich ein Spiel spiele und das dann auch gleich verlose. Let's Show and Giveaway hieß das. Da steht sogar noch eins aus. Ja, da gab's mal vor 11 Monaten ein Gewinnspiel. Und ich habe damals gesagt, den Gewinner küre ich dann in der nächsten Infoshow. Ich werde mich erstmal vorab informieren, ob der Gewinner überhaupt noch lebt. Aber nein, Spaß. Das Format werden wir dann auch mal wieder
zu Leben erwecken. Und ja, Freunde. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr durchgehalten habt. Die meisten haben wahrscheinlich eh nur zu den Stellen gespult, wo das Interesse da war. Aber ist mir egal. Das war mal wieder schön. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Je mehr Feedback kommt, desto motivierter bin ich für die nächste Infoshow. Also haut's raus. Viel Spaß mit den Videos, viel Spaß mit dem Uploadplan. Wenn noch irgendwelche Fragen sind oder Unklarheiten, alles in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Macht's gut und bis demnächst. Euer John McCloud.